Jo, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich hier zu diesem Stream am Sonntag, zu einem ganz besonderen Kapitel. Zu einem der besten Kapitel aller Zeiten, will ich fast schon wieder sagen, Leute. Ich komme mir selber schon fast albern vor, das jede Woche zu sagen, aber Oda steigert sich von Woche zu Woche immer noch nach so vielen Jahren. Ich finde das Chapter so geisteskrank. Saturn in Action. Aber wie, Leute, wie stark ist Saturn, bitteschön? Wie überlegen ist er den Strohpiraten? Die können sich alle nicht bewegen, deren Köpfe platzen da gefühlt. Es ist so krass, Mann. Es ist so krass und der God Valley Incident, Leute, die sechs Schatztruhen, wo höchstwahrscheinlich Teufelsfrüchte drin sind, die Rocks-Piraten, die höchstwahrscheinlich auch bald kommen und wir werden das wahrscheinlich sehen, wir werden Zeuge wahrscheinlich davon in diesem Flashback. Wo soll man noch weitermachen, Leute? Der traurigste Flashback aller Zeiten mit Kuma, mit seiner Rasse. Also das sind so viele Sachen, so viel Gesprächsstoff hatten wir selten, Leute. Shanks in der Kiste, ey, die Teufelsfrüchte, da gibt's auch schon die wildesten Spekulationen. Oh, der Sonnengott Nika, war er ein Buccaneer, also war er ein Freibeuter von der Rasse, weil er ja auch so ein, vielleicht ist der vereiste große Strohhut im Keller bei Imsummer, das war wahrscheinlich Joyboys Strohhut und der war ja nun mal groß, vielleicht war er wirklich von dieser Rasse, von Kuma, vielleicht wurden die auch ausgelöscht, aufgrund von Joyboy, weil er wie gesagt einer dieser Rasse war. Ey, Garling Fiegerland, Leute, wie sieht der Typ aus, wie krass, einfach Shanks Vater. Kaidos Frucht ist bestätigt dort, ja, würde ich auch sagen, Kaidos Frucht, ja, würde ich auch sagen, es wurde ja auch gesagt, dass er das da bekommen hat, die Frucht, so. Ich glaube allgemein, mystische Zoan-Früchte könnten da vielleicht sein, weil es die seltenste Gattung der Teufelsfrüchte ist, so ist das der größte Schatz der Welt sozusagen, diese Teufelsfrüchte. Auch Markus Frucht könnte da sein, aber auch Kumas Frucht ist jetzt keine mystische Zoan, aber die könnte auch da sein. Alleine God Valley, was ist das überhaupt für eine Insel? Die ist zwar im West Blue, aber was ist das für ein... für einen Berg, der gespalten wurde, Leute. Da ist safe auch irgendeine Story noch hinter, so. Die werden wir hier nicht erfahren, weil die Insel sieht schon so aus, aber vielleicht, okay, vielleicht werden wir es schon erfahren, warum die so gespalten ist. Wer hat da gekämpft, Leute? Wer hat da irgendwie Mihawks Vater mal so ein Slash gemacht oder was? Ey, das Chapter ist wirklich krass, ne? Also, vielleicht auch Dragon. Ich kann mir vorstellen, Dragon ist vielleicht hier auch noch ein Teil der Marine. Vielleicht ist er so ein kleiner Marinesoldat noch. Er ist da zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Also das Alter, wo Ruffy auch seine Reise gestartet hat damals. Vielleicht war er hier noch ein kleiner Marinesoldat, weil wie gesagt, Garp das wollte. Und er wird hier Zeuge von diesem grotesken Kram, was hier die Tenryubito machen. Und befreit dann vielleicht Kuma, Ivankov oder sowas. Und bricht dann aus dieser... Es könnte so viel passieren jetzt. Ich glaube nicht, dass es Ruffys Mutter war. Glaube ich inzwischen auch nicht mehr. Ich war aber erstmal auf dem Hype Train drauf. Ihr habt es gemerkt so. Leute, was für ein krasses Chapter. Also es ist so krass. Vegapunk Atlas ist Ginny, Bonnies Mutter. Ja, würde ich nicht sagen. Ich habe das mitbekommen, dass viele das geschrieben haben, so. Aber warum? Nur aufgrund der Frisur, wie die angeordnet ist, so. Weil ansonsten, die hat keine Sommersprossen, die sieht schon ein bisschen anders aus. Die hat so komische, verfärbte Haare. Diego haut schon 50 Schweizer Franken raus, Leute. Ey, vielen, vielen Dank. Ich werde auch die Spenden auf jeden Fall wieder alle durchgehen. Ich werde keine auslassen. Ich hoffe, ich vergesse keine. Next Week Pause, ja. Aber Leute, was haben wir für Redestoff jetzt mit diesem Chapter? Ey, Digga, es ist so geisteskrank. Namensgebung. Wieso Namensgebung? Namensgebung Atlas? Was hat Atlas mit Genie zu tun? Lords of the Fallen habe ich abgebrochen. Bis jetzt. Vielleicht mache ich es noch weiter, aber ich bin nicht so ein Fan von Lords of the Fallen, leider. Ich habe zwei, drei Bosse besiegt, so. Es ist leider, weiß ich nicht, die Bosse gefallen. Also mir gefällt die Dings nicht, die Laternenscheiße. Garling größter, ey, Garling ist so heftig. Ist sie vielleicht Crocodile? Nein, wir kennen ja Crocodile als Kind. Oder hat Crocodile als Kind schon gezeichnet? Also, sieht ganz anders aus, kann man nicht sagen. Dragon taucht in Chapter 1100 auf. Digga, diese Leute, die alle das schreiben. So oft habe ich das schon gelesen jetzt, dass Leute das schreiben. Wie gesagt, weil er in Chapter 100 aufgetaucht ist. 1000 Chapter weiter, dass er dann auch auftaucht. Könnte sein. Aber glaube ich inzwischen nicht irgendwie. Ich glaube eher Kuma taucht auf und so. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht... Na, wir haben ja noch ein paar Chapter, Leute. Wir haben noch ein paar Chapter. Also 5 Chapter, da kann noch einiges passieren. Gerade in dieser Situation, wo man nichts predikten kann, ne? Es könnte jetzt auch sein, dass wir noch 3, 4 Chapter in diesem God Valley-Vorfall hängen. Was nicht schlimm wäre, Leute. Also, es gibt, glaube ich, keinen Flashback, der interessanter wäre. Vielleicht sogar, okay, der verlorene Jahrhundert-Flashback vielleicht von vor 800 Jahren mit Joyboy, mit Ryuma oder so, was da passiert ist vielleicht. Glaubst du, dass Urush mit Kuma verwandt ist? Könnte ich, Urush ist ja ein Bürger von der Rasse. Das weiß man, oder weiß man das? Bestätigt? Doch, das weiß man, glaube ich, bestätigt, oder? Oder ist das nur eine Annahme? Ich glaube, es ist bestätigt, dass er ein Bürger ist. Wenn 1100 noch God Valley Flashback ist, könnte Dranks Auftritt auf God Valley in... Ja, das Ding ist...
ich glaube eher, dass er kann da keine tragende Rolle spielen jetzt auf God Valley, ne? Obwohl, vielleicht könnte er doch derjenige sein. Stell mal vor, er hat als 17-Jähriger schon sich einfach den Rücken gekehrt der Marine, wenn er schon einer der Marine war, so ein Soldat oder sowas. Hat einfach den Rücken gekehrt, so als, na okay, Gab ist noch da, ne? Aber weiß man nicht. Also Leute, das ist krass. Meinst du, Dragon taucht auf und rettet Ruffy? Nee, ich glaube eher, also, es wäre schon sehr unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, Dragon gerade ganz auf der anderen Seite des Planeten ist, so gefühlt, also wirklich. Er ist ja nicht mal in der neuen Welt gerade mit Ivankov und so. Man hat es ja noch gesehen, so. Und weiß ich nicht, ob die so schnell jetzt von A nach B kommen, so. Ich kann mir schon vorstellen, dass die schnell sind und so, aber weiß ich nicht. Kann kaum den Moment abwarten, bis Kuma die Trommeln der Befreiung hört. Ey, ich hoffe das. Ich hoffe das so doll, Leute. Dass Kuma, wie gesagt, da jetzt im aktuellen Geschehen auf Egghead auftaucht. Aber Leute, das aktuelle Geschehen bei Egghead, was ist bitteschön Saturn für ein Monster? Also, wie soll man den aufhalten? Ich würde fast sagen, Saturn ist da gerade das stärkste Wesen überhaupt. Er ist stärker als Ruffy. Ich weiß, ihr wollt das nicht hören. Aber, Digga, der ist so mächtig. Was ist das für ein Mensch? God Valley könnte Dragons Motivation verändert haben, dass er hinterfragt, warum er als Marine die Tenryubito beschützen muss. Ja. Ja. Genau. Ist so. Das könnte echt so dieser Wendepunkt sein in Dragons Laufbahn so. Und wie gesagt, weil halt Kuma, Ivankov da sind, das ist halt alles so, das sind seine Homies, mit denen er die Revus gegründet hat, so, wisst ihr? Deswegen macht es Sinn, dass wir da jetzt einen jungen Dings sehen, einen jungen Dragon. Digga, stell dir mal vor, wir hätten ihn in diesem Chapter schon so am Rand stehen sehen. Das hätte mein Herz, glaube ich, nicht verkraftet, Leute. So, aber Gab ist ja, wie gesagt, auch noch nicht aufgetaucht hier in dem Chapter. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir Gab sehen und vielleicht seinen Sohn, halt Dragon, als 17-Jähriger noch so vielleicht, noch nicht so, und vielleicht so am Rand stehen so, oder wisst ihr, dass er so sein, weiß ich nicht, sein Azubi war noch früher. Es ist so heftig, Dragons Flashback wäre wild, ja, aber ey, guck mal, wie klug Oda ist, diese ganze Situation, er verbindet so viele Flashbacks, so viele, also wir kriegen hier den Garling-Fiegerland-Flashback, wenn man so sagen will, wir kriegen den Kuma-Flashback, so, wir kriegen, was kriegen wir noch? Saturn, also den Saturn-Flashback, ich glaube, das ist nämlich das letzte Mal, seit Saturn wieder auf der Erdoberfläche war, dieses vor 38 Jahren dort, wir haben ihn ja auch gesehen dort, er sieht genauso aus wie jetzt, genauso alt, also der altert hundertprozentig nicht, Leute. Der Roxy Zebek, genau, die Rocks-Piraten, wo wir auch so viele Piraten haben, wie Kaido, Big Mom, Whitebeard und so, wo wir nochmal wichtige Flashback-Informationen von denen kriegen. Also, Digga, wir kriegen hier auch Ivankovs, wir kriegen so viele Charaktere, einfach deren Flashback gezeigt, aber alles so, weiß ich nicht, 1000 Fliegen mit einer Klappe. Einfach, er zeigt diesen Flashback und wir kriegen so viele Fragen beantwortet, aber gleichzeitig auch so viele Fragen wieder im Kopf. Leute, weil, keine Ahnung, es ist so krass, Mann. In den Truhen sind doch Teufelsfrüchte. Ja, safe, ich bin mir sicher. Und ey, vielleicht hat sogar eine der Teufelsfrüchte sich Garling Fiegerland geschnappt, so. Und er hat eine Teufelsfrucht heutzutage, so. Und wir sehen vielleicht, dass er hier sich die noch schnappt oder so am Ende. Leute, Kitzes, 50 Euronen, Digga, vielen, vielen Dank. Ich gehe auf die Spenden gleich ein, Leute. Ich danke euch wirklich, vielen, vielen Dank. Da kamen schon einige rein. Roger, ey, genau, Gold Roger sehen wir hier auch mit seiner... Die Frage ist halt, was mit Rogers Crew? Weil es hieß ja immer nur, Roger und Gab sind da beim God Valley-Vorfall und so. Und die Rocks-Piraten so. Aber diese Holy Knights könnten wir auch dort noch sehen, Leute. Ey, Digga, was kriegen wir hier, Leute? Ich habe noch gar nicht angefangen, jetzt über das Chapter zu reden, gefühlt so. Ivankov, Bonnies Mom, Saturn, Rocks Piraten, Garling, Kuma, Dragon, Gab. Also, der God Valley Vorfall, ne? Und Shanks auch, ne? Shanks, Baby Shanks. 100% sehen wir Baby Shanks hier noch. Leute, ich frage mich halt nur, der ist, also der wird ja jetzt noch nicht in einer dieser sechs Truhen sein, so. Aber Garling Fiegerland, das ist ja mehr oder weniger sein Vater. Wird der Typ sich eine Teufelsfrucht aus der Kiste nehmen und seinen Sohn da reinpacken? Oder wie wird das passieren, Leute? Digga, es wird so geil. War Whitebeard auch ein Buccaneer? Zu 100% habe ich schon in meiner Review gesagt. Bin ich mir sicher, dass der einer war. Also die sehen sich so ähnlich, das haben auch schon viele jetzt gesagt. Nachher machen alle bei dem Jagdspiel mit. Also, was sind die Rocks-Piraten? Was ist Zebek eigentlich für ein Mann, Leute? Also Zebek ist wirklich so ein geiler Kerl, dass der rettet hier eigentlich den Tag. So. Weil dieses Jagdspiel, das kann man da nicht gutheißen. Safe wird in der Truhe Enels Donnerfrucht sein. Nein, die wird safe nicht da drin sein, glaube ich. Es gibt so viele Fragen. Leute, lass uns erstmal kurz, ich fliege einmal kurz am Anfang über das Chapter und will nochmal kurz die wichtigsten Dinge outpointen hier.
Am Anfang war, wie gesagt, nur Saturns Übermacht gezeigt. Das Blut verschwindet, Leute. Was hat er für regenerative Kräfte? Ist das, weil er einfach so ein krasser, erwachter Zoan-Nutzer ist, dass das einfach sofort verschwindet? Oder hat das mit seiner Teufelskraft zu tun hier? Aber dass selbst Sanji sich ihm nicht nähern kann, dass ihm der Kopf wegplatzt, Blut, und dass ihm der Kopf wehtut, so. Leute, wie krass ist das? Wie krass ist das? Und auch als Saturn sich das Schwert da rauszieht, ne? Wie groß ist seine Hand einfach? Der ist ja auch riesig geworden, ne? Das ist ja so krass. Ich finde den so angsteinflößend, muss ich ehrlich sagen. Ruffy verschrumpelt, kann sich nicht bewegen. Kizaru sieht Sterne, ist einfach, kann sich nicht bewegen, so. Es ist zu krass. So, und dann dieser Move von Saturn, dass er mit seinem Spinnfuß da Ruffy einfach töten will und Franky ihn rettet, auch krass. Ein krasser Moment, Leute. Also, er wollte ihn sofort finishen. Er wollte gar, weiß ich nicht. Saturn sieht aus wie ein Bloodborne-Boss, 1:1. Ja, in Chapter 544 sagte Crocodile, erwachte Zoan-Nutzer haben eine starke Regenerationskraft. Ja, aber so stark. So, und ein erwachter Zoan-Nutzer ist Ruffy ja auch mehr oder weniger. So, und, ja, okay, jetzt ist er nicht mehr in seiner erwachten Zoan-Form und deswegen, weiß ich nicht. Ich find's auch schade, dass das so Energie und Kraft zieht, dieses Gear 5 irgendwie. Aber wie gesagt, bei Kaido hat Ruffy auch kurz diesen Status von diesem Verschrumpelten angenommen und hat sich sofort instant wieder in G5 verwandelt. Und deswegen besteht die Chance, dass Ruffy auf jeden Fall nochmal in G5 gegen Saturn hier nochmal fightet. Die ist da, Leute. Und wir werden das eigentlich auch sehen. Und den antiken Roboter erinnert mich da doch mal dran, weil läuft der jetzt noch? Ist der noch aktiviert? Weil Ruffy ist nicht mehr in G5 so. Ist der nur aktiviert, wenn Ruffy in der Riesenform in G5 ist? So, wo ist der jetzt gerade? Könnte der auch ins Bild springen? Wissen wir nicht, Leute. Die heutige One-Piece-Folge zieht sie euch rein, auch wenn ihr denkt so, ja, okay, der Kampf ist vorbei, das sind jetzt ein paar gestreckte Folgen so. Das ist absolut eine geile Folge, Leute. Also, ihr müsst euch die heutige One-Piece-Folge reinziehen. Richtig geil, teilweise auch geil animiert. Und am Ende Green Bull, Leute, und nächste Woche Green Bull-Action mit höchstwahrscheinlich Naotoshi Shida. Ich habe schon ein bisschen in der Preview gesehen. Ciao, Leute, richtig geil. Also, zu geil. Die Reaction habe ich mit Ruffy heute schon aufgenommen. Richtig nice. So, ich mach kurz weiter. Bonnie wird hochgehalten, das ist auch sehr krass. Eigentlich ist Bonnie auch dem Tode geweiht, so. Sie wird von ihm hochgehalten, keiner kann sich Saturn nähern. Die sind alle wie gefreezed, so, können nichts machen. So, und er sagt einfach, feuert auf ihren Kopf, so. Und alle sind schon so abschlussbereit, ne, also. Eigentlich ist sie tot, sind wir ehrlich. Es müsste jetzt jemand auftauchen, so. Wer könnte das sein? Also, da reden wir gleich drüber. Also, höchstwahrscheinlich Kuma, Zorro, der antike Roboter oder Ruffy. Für mich gibt's keine anderen Optionen, aber ich mach kurz weiter, denn der Flashback fängt an, Leute. Auch, dass Kuma, wie gesagt, Bonnie diesen Nika-Tanz vortanzt. So geil, so eine geile Situation. Und muss ich noch was sagen zu dem Kuma-Flashback, Leute? Also für mich ist das das traurigste Schicksal in One Piece. Also wirklich, Kuma hat das traurigste Schicksal in One Piece, glaube ich, oder? Gibt's jemanden, der noch ein beschisseneres Schicksal hat in One Piece? Also so ein elendigeres Leben hatte, glaube ich, keiner, oder? Nennt mir einen. Nennt mir einen. Jetzt kommt mir nicht mit Law. Nein, 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 nicht Law. Digga, Law hat jetzt seine Freunde, ist korrekt und kann chillen. Und Robin hat jetzt auch ihr Happy End und lebt da mit ihren Freunden. Digga, Kuma ist vom Sklaven zum Sklaven wieder. Digga, der hat wirklich das schlimmste Schicksal. Sein Leben ist absolut scheiße. Er hatte vielleicht ein paar schöne Momente, aber ist letztendlich jetzt wieder ein Sklave, der auf allen Vieren gehen muss. Ace, ja, nee, komm mir nicht mit solchen Charakteren. Gaimon, ja, okay. Ja, Gaimon, Digga, da bin ich ja, der hat das schlimmste Schicksal, da bin ich dabei. Bonchan lebt Highlife, Digga, in Ebene 5.5 gerade. Rosinante, ja, okay, jetzt kann man tote Charaktere nennen, so. Aber, wie gesagt, wie auch in dem Chapter erwähnt wurde, die sind wahrscheinlich jetzt an einem besseren Ort, an dem Kuma zum Beispiel ist, immer noch als Sklave, so. Der sein ganzes Leben als Kind schon als Sklave gelebt hat, sein Vater hat ein Auge verloren, wurde dann abgeknallt vor ihm, seine Mutter, alles, Leute, in Ketten gelebt, in Ketten groß geworden. Also, es ist nichts trauriger als das. Auch Brook, ja, Brook war auch traurig, aber Brook hat jetzt ein unendliches Leben und hat wahrscheinlich noch ein schlimmes, trauriges Schicksal, wenn er immer seine Freunde verliert und eigentlich ist dieses unendliche Leben ein Fluch für ihn letztendlich, weil er nicht sterben kann, so mäßig. Obwohl, könnte er sterben, wenn er ins Meer springt? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Der ist einfach nur regungslos dann auf dem Meeresgrund so bewusst. Hey, stell dir mal vor, Brook einfach, wenn er jetzt ins Wasser fällt, ist er bei Bewusstsein eine Unendlichkeit, so. Digga, das ist, glaube ich, das noch schlimmere Schicksal, so. Weil er hat ja keine Lunge, so. Er kann ja nicht ertrinken, oder? Ich glaube, oder Brook kann sterben. Ja, okay, wenn er unter Seestein vielleicht mit einem Hammer zertrümmert wird oder so. Mit einem Seesteinhammer zermalmt wird, so.
Aber sonst weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, Kuma hat das schlimmste, traurigste Schicksal. Letztendlich. Also das ist so krass. Und diese Hoffnung immer, dieser Sonnengott Nika. Oh, jetzt wieder ein neues Detail. Mir fällt gerade auf, dass Kuma als kleines Kind hier, wo er seinen Vater abgeknallt wird und vor ihm nochmal tanzt und sein Auge verloren hat und komplett blutüberströmt ist in Ketten, dass Kuma da auch eine kleine Beule hat am Kopf, weil er die ganze Zeit geschlagen wird. Und er sagt noch, dass sein Meister nett ist und so. Also Leute, das ist wirklich an das ist nicht zu übertreiben, also nicht zu übertreffen und ist übertrieben. So. Ist Kuma auch dein Vater? Ja, ist er. Sein Vater ist komplett entstellt im Gesicht. Ja, Digga, ey, ist du auch. Nein, Spaß. So, sorry. Digga, so, und dann, ey, lass uns kurz über die 6 Truhen reden, bei dem God Valley-Vorfall. Weil die sehe ich hier gerade vor mir. So, die Gewinner sammeln Punkte irgendwie für abgeknallte Einwohner, für abgeknallte Sklaven kriegen sie Punkte. Garling Fiegerland hat mehr oder weniger schon Minuspunkte, wurde aber bekannt als Champion von God Valley, also würde das Ding höchstwahrscheinlich gewinnen. So, aber die Frage ist, wird dieser Wettbewerb bis zum Ende kommen? Ich kann es mir vorstellen, dass wir noch sehen, wie dieser Wettbewerb ins Ja, ich sehe gerade bei God Valley hier, da sieht man ja, wo die Schatztruhen sind, auch so komische Gebäude links und rechts. Das sieht ein bisschen aus wie Banaro Island. Zieht euch das nochmal rein. Sorry, ey, Ace. Digga. Das sieht ein bisschen aus wie Banaro Island, also da, wo Blackbeard und Ace gekämpft haben. So von den, vom Western-Look so ein bisschen. Was ist eigentlich mit Karibu? Digga, lass uns am Ende reden. So, und ich, also wenn er als Champion bekannt ist hier von God Valley, dann wird er höchstwahrscheinlich das Ding gewinnen. So, und ich glaube, dieser Wettbewerb, dieser Wettstreit, der wird auch zu Ende gehen. Und am Ende tauchen, wie gesagt, nur die Rocks-Piraten auf. Ich glaube, das wird noch so bis zu einem absurden Moment noch auf jeden Fall zum Ende geführt werden. Ey, und da kann ich mir so viele Sachen vorstellen. Also erstmal natürlich, man könnte jetzt so ein 5-6 Chapter Hunger Games Ding draus machen, wo krasse Charaktere, die wir auch schon kennen aus One Piece, wie gesagt, wie Ivankov, wie Kuma, aber auch Dragon, Garling, Fiegerland, die Holy Knights. Ey, das sind so krasse Sachen. Ja, Banaro Island ist auf der Grand Line. Ja, aber es sieht so ein bisschen so aus, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Enel auf God Valley war? Ey, theoretisch könnte Oda sich jetzt wirklich so geisteskranke Charaktere, aber warte mal, wie alt ist Enel? Das ist ja vor 38 Jahren, so. Also, ich glaube, es passt nicht, oder? Wer war vor 200 Jahren in Gear 5, um den antiken Roboter zu aktivieren? Gute Frage, Adam. Habe ich auch schon oft gestellt, diese Frage. So, eigentlich hatte niemand die Frucht. So, wisst ihr? Also, es kann eigentlich niemand diese Frucht gehabt haben. Enel ist aber 39. Also, als Baby. Ist er 39? So ein kleines Enel-Baby, so. Nein, safe nicht. Aber okay, Shanks ist auch 39, ne? Also Shanks auch in einer Schatztruhe. Enel auch in einer Schatztruhe. Hört doch auf. Nein, nein. Ey, aber Roger, also ich freue mich nicht mal so doll auf Roger Garb gegen die Rocks-Piraten. Das ist ja noch überhaupt nicht Thema. Ich freue mich auch allgemein nur auf das Geschehen jetzt gerade mit den Sklaven, mit God Valley, mit den Schatztruhen, mit Garling Fiegerland. Leute, ich kann mir vorstellen, dass Garling Fiegerland vielleicht auch eine Teufelsfrucht sich dann grabbt. Weil warum sollte er mitmachen? Ja, okay, vielleicht auch Spaß, so, vielleicht um aufzusteigen irgendwie in diesen Holy Knight-Rängen oder sowas, okay. Vielleicht machen auch noch andere Holy Knights mit, ne, weil ich glaube nicht, dass da so, ja, wohl doch, da machen wahrscheinlich auch nur noch 15 Tenryubito mit, aber da machen auch krasse Tenryubito mit und vielleicht kriegen wir mal ein paar, vielleicht kriegen wir auch ein paar krasse Tenryubito hier gezeigt, die da mitmachen, die aber jetzt in der Gegenwart vielleicht Holy Knights sind. So, vielleicht kriegen wir da auch schon so ein bisschen, Theo freut sich auf Sklaven. Ja, ich freue mich auf das Geschehen da, so, und auf das, es wird wahrscheinlich grotesk, Leute. Ist Garling Kaiser-Level, würde ich sagen. Ja, Garling Fiegerland ist für mich zu 100% Kaiser-Level, jetzt auch in der Gegenwart. Vielleicht hier zu seinen jungen Jahren. Wie alt ist er da? Weiß man sein Alter? Kann man das schätzen? Also ich würde ihn so vielleicht 30 schätzen hier, so. Ein bisschen jünger als Shanks, so. 30, so. Einen kleinen Kinnbart. Vielleicht nicht, so Mitte 20, ja. Ey, das ist so krass, Leute. Und am Ende Bonnies Mutter höchstwahrscheinlich. Vielleicht auch Ruffys Mutter? Nein, ich würde sagen, es ist Bonnies Mutter auf jeden Fall. Aber, vielleicht ja auch nicht. Aber doch, Genie, Bonnie. Ich frage mich, wie gesagt, nur, wie sie da entkommen, ne? Es könnte, wie gesagt, sein, dass Kuma dort seine Teufelsfrucht isst. Ich glaube, er wird sie dort essen. Er wird sie dort vielleicht aus einer Truhe oder sowas. Vielleicht findet er sie auch auf God Valley. Das wäre krass. Dann isst er sie dort und vielleicht können sie dann mit seiner Teufelsfrucht entkommen, ne?
Vielleicht ist da auch ein junger Dragon und klaut die Frucht aus der Truhe und oder sowas. Oder wisst ihr, es könnte so viel jetzt, es könnte so geisteskranke Sachen dort kommen. Ja, so, jetzt will ich aber mal auf die Spenden eingehen. Ich will nicht wissen, was ihr schon wieder alles für geile Theorien mir hier geschrieben habt. Und zwar Diego, vielen Dank, wird Kizaru, erstmal vielen Dank für über 50 Euro, danke Mann. Wird Kizaru Kooperation Slave von Joyboy gerettet? Warte mal. Wird Kizaru, der Digga, Englisch und Deutsch hier gemischt. Beziehungsweise hilft Kizaru den Ströten. Beste Grüße aus der Schweiz. Grüße zurück. Ich glaube nicht. Nein, Kizaru wird nicht hier jetzt auf einmal den Ströten helfen und wird zum Verräter der Weltregierung. Niemals. Also die Gegenwartssituation. Da bin ich gespannt, was ihr denkt. Wie jetzt die Ströte aus dieser Situation entkommen können, weil es ist wirklich. Also wie oft ist die Situation schon aussichtslos gewesen? Schon sehr oft in One Piece. Gefühlt jeden Arc ist es mal aussichtslos. Aber diese Situation jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt, wo die Ströte eigentlich sind, so als Kaiser-Crew, Ruffy Gear 5, hat Joyboy Gear 5 Nika-Kräfte, so ist eigentlich einer der krassen Charaktere überhaupt, aber trotzdem so aussichtslos gerade hier. Und es ist ja jetzt auch nicht der nächste Arc-Boss hier, Arc-Bösewicht, gegen den sie kämpfen. Es ist einer der Gorosei-Leute. Das ist vom Großen und Ganzen One Piece einer der Überficker. Also ich muss jetzt einfach so sagen, wie es ist. So, und das ist jetzt nicht irgendwas so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der hier jetzt besiegt wird, so, ne, mit der Kraft der Freundschaft. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist auch so krass und seine Kraft ist noch so unerklärlich für uns. Oh, ist das krass. Oberle schreibt, Vegi sagt auch, dass Bonnie ein kleines Kind ist. Indirekte Bestätigung, dass Bonnie viel jünger ist, als sie aktuell aussieht. Ihr richtiges Alter ist doch in Chapter 1060 gezeigt. Ach, ich weiß es nicht. Also da, wo sie ein Kind war, meinst du? Könnte sein. Könnte wirklich sein, ne? Ja, ich glaube auch, dass sie nicht so alt ist, wie sie sich immer macht. Ich glaube auch, dass sie ein Kind ist. Aber die Frage ist, wie funktioniert das? Also ist sie ein Klon oder ist sie wirklich dann Genies Tochter? Also da will ich halt auch, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das Ding ist, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo Kuma da ein Sklave ist, wird er nochmal König. Er wird nochmal König. Und das ist halt absurd schon, ne? Dass er nochmal König eines Königreichs wird, vom Sorbet-Königreich. Das ist für mich eigentlich immer noch so, hä? Wie soll das denn jetzt passieren? Ich bin jetzt genau auf eine Spende eingegangen. Ja, Leute, es ist ein wirklich geisteskrankes Chapter. Schade, Spende nicht reagiert. Egal, sind auch fast 2000 Zuschauer. Zacker, ich sage dir zu 100% werde ich die Spenden, ich habe sie hier in meinem Spendenprogramm von oben nach unten. Und ich bin jetzt gerade bei der ersten und die war vor 16 Minuten, also noch nicht so lange her. Manchmal mache ich die Spenden erst nach 30 Minuten. Kumas komplette Story, ich will auch ein bisschen auf den Chat eingehen, Leute, wisst ihr? Es muss immer so eine perfekte Symbiose aus Chat und Spenden sein. Ich will halt auch im Chat nicht vernachlässigen, so, wisst ihr? So, vielleicht ist Ginny sowas wie die Tochter vom König oder sowas. Also ich könnte mir vorstellen, noch so eine Idee wäre so, so klonmäßig, ne, dass das Bonnie auch nur ein Klon ist von Genie irgendwie so, aber weiß ich nicht, ob sie sich dann zu ähnlich sehen. Gibt's von Bonnie, okay, ja, gibt's von Bonnie ein Bild aus ihrer Kindheit, also man hat sie jetzt schon oft als Kind gesehen. Sie sieht schon nicht so aus wie Genie, oder? Nicht 1:1. Also sie ist schon noch ein eigener Mensch. Ganz ruhig, du bist dein eigener Boss. Ja, nee, eigentlich seid ihr. Leute, ich bin euer Sklave, Leute. Ich bin euer Kuma eigentlich. Hier, am Sonntag bin ich euer Kuma, bin euer Stream-Sklave hier. Kid Bonnie kennt man, ja, und sieht anders aus. Ja, deswegen. Ich weiß nicht. War das echt Shanks Vater? Also, für alle, die immer sich fragen, so, wie kommt man auf die Idee? Ich werde es nochmal kurz erwähnen, okay? Also, Film Red kam raus, dieser Shanks-Film, für die nicht gesehen haben oder die nicht genau wissen, was da gemeint ist. Und dort wurde halt Shanks gezeigt und diese Uta, diese weiß-rothaarige, die da mit der Musik und bla, so, ne? Die wurde halt dort als Shanks Tochter so. Ist also nicht die leibliche Tochter, sondern es wurde einfach als Tochter, so wurde sie eingeführt. Sie ist einfach nur die Adoptivtochter gewesen von Shanks so mäßig. Und die Gorosei haben darauf halt reagiert und die wussten halt nicht, ist es jetzt die echte Tochter oder ist es. Die sind halt davon ausgegangen, dass es die echte Tochter von Shanks sein könnte. Und deswegen haben die Gorosei in ihrem stillen Kämmerchen besprochen so und haben gesagt, okay, könnte Uta vielleicht auch zur Fiegerland-Familie gehören? So, und das war's. So, das impliziert ja irgendwie, dass Shanks zur Fiegerland-Familie gehört. So, weil die davon ausgehen, wisst ihr, dass Uta auch zur Fiegerland-Familie gehört, so, wenn sie die Tochter ist. Und jetzt, und beziehungsweise vor einiger Zeit haben wir halt diesen Garling Fiegerland halt kennengelernt,
wo man äußerlich noch nicht sagen könnte, okay, das ist jetzt Shanks Vater, weil, Digga, der hat einfach so eine Mondfrisur und ist alt so. Äußerlich kann man da noch nicht sagen, dass es jetzt der Vater von Shanks ist, aber der Name Figaland war halt, ist dort gefallen halt. So, da wussten wir ja schon, das ist Shanks Vater, das haben wir auch schon hier gesagt so. Und jetzt haben wir ihn in jungen Jahren gesehen und er sieht aus wie Shanks. Und jetzt ist für mich das unterschrieben von Oda, dass es bestätigt ist fast. Also, krass. Schweizer Franken habe ich runtergelesen, als ob es nix wären. 500 Schweizer Franken, wo sind die dann gefallen? Digga, nein, die würde ich sehen. 50, Digga. Digga, und 50, da bedanke ich mich wirklich sehr herzlich, Leute. Aber 500 würde ich hier aus dem Stuhl fallen. Digga, das würde ich nicht so runterlesen, Digga. Das ist so, Digga, als würde ich so 500 Euro nicht wertschätzen, Digga. Ey, vielen, vielen Dank aber für die Spenden, Leute. Weiß jemand, warum Gold Roger sich hinrichten lassen hat? Also er war unheilbar krank und er wollte diesen Tod von ihm nochmal nutzen, weil er eh zu früh war mit der Crew so. Er konnte das One Piece nicht vollenden so mäßig, das einfach nutzen, um ein Höllenfeuer zu entfachen. So würde ich das jetzt betiteln. Das war vor 2 bis 3 Wochen im Stream? Nein. 500 Schweizer Franken? Nein, nein, nein. Hat das jemand mitbekommen? Vor 2, 3 Wochen, dass ich 500 Schweizer Franken gespendet bekomme auf einmal? Niemals. Das müsste ja. Das sind 100 Gläser Pesto Rosso, ey. Heute wieder. Yes, doch. Habe ich es vergessen? Nein. Ey, wer hat das denn gespendet? Ey, ich muss das nochmal prüfen. Ist mir auch aufgefallen. Seid ihr euch sicher? Waren das 500 afrikanische irgendwas, Digga? Ja, ich prüf's nochmal. Ansonsten, ey, muss ich mich nochmal persönlich hier bedanken an denjenigen, der es gemacht hat, ne? Hast du erwähnt? Nur so nebenbeiläufig. Hä? Nein! Hört doch auf! Nein, nein. Leute. Auch nicht mitbekommen. Egal, ey. Ich werde es nochmal prüfen und ansonsten werde ich nochmal gucken. Okay? Es tut mir leid, falls ich es wirklich vergessen habe. Also. Digga, das sind nur die 2 gleichen, die das schreiben. Wir wollen mich verarschen hier. So, Oberle. Vielen Dank für die Spende, die 2. Spende. Whitebeard Jr., Bote der strahlende Sterne. Ruffy blutet bei Frankies Rettungspunch. Moment, das muss ich nochmal prüfen. Wirklich? Ja, stimmt, da kommt Blut aus dem Mund. Ja, stimmt eigentlich. Hat Frankie ein bisschen zu doll rausgehauen. Rettungspunch. Meinst du, er verliert nach Gear 5 in dem Zustand seine Teufelsfrucht? Nur Nami kann ihn ohne Haki so verletzen. Ja, also er hat ja, wie gesagt, er ist ja maximal schutzlos gerade, Ruffy. Er ist ja verschrumpelt, maximal ohne Rüstungshaki, kriegt einen Punch so. Der hat ihn gerettet, ansonsten wäre er durchlöchert, ne, durch diesen Stampfer. Ich glaube, er ist so halt am verwundbarsten, so safe, nach dieser Gear 5 verschrumpelten Form. So, Dollars Maverick, vielen Dank. Moin Tobi, würdest du folgende Charaktere der Stärke nach ranken? Jetzt geht's los. Whitebeard, einer der Gorosei, Figaland, Garling oder Kaido? Also, es ist schwer. Punkt. Also, wie soll man die jetzt ranken? Also, die Gorosei, ein junger Whitebeard ist, glaube ich, mit einer der stärksten überhaupt gewesen. Aber die Gorosei, ich würde fast sagen, also das kann man nicht ranken, was du da erwähnt hast. Alle in ihrer Prime würde ich die fast alle so auf einer Stufe stellen. Ein junger Kaido vielleicht nicht so stark, weil ich glaube, ein junger Kaido ist vielleicht, also ich glaube, ein Kaido war jetzt in seiner Prime, oder? Okay, Stream vor 2 Wochen ab Minute 17:30, schau es mir an, okay? Ey, vielen, vielen Dank. Ich guck mal nach, aber wer war das? Figaland hat Prime Whitebeard zumindest verwundet. Gut, dass du es erwähnst, Jules. Ich hab's vergessen, in meiner Review zu erwähnen. Ich hab's einfach vergessen, euch das zu erzählen. Viele wissen es schon, viele haben es schon irgendwo gesehen. Hört mal nach. Hört mir zu. So, also. Als Whitebeard Shanks getroffen hat damals, bei dem denkwürdigen Treffen, die beiden, wo Shanks auch seinen Sake gegeben hat, wo er ihn nur warnen wollte vor Blackbeard, da hat Whitebeard zu Shanks gesagt, immer wenn ich dich sehe, tut mir die Narbe immer noch weh, die mir der Typ verpasst hat, so mäßig. Weil das Gesicht von Shanks ihn an diese Person erinnert. So, ich dachte immer, Shanks könnte der Sohn von Sebek vielleicht sein und Sebek hat ihn die zugefügt, so, weil es da noch Konflikte gab. So, jetzt aber, wir wissen es, wer es war. Garling Figaland in jungen Jahren sah ja im Gesicht aus wie Shanks.
So, es gab hier den God Valley-Vorfall. Garling Fiegerland, Whitebeard war da. So, und da wird höchstwahrscheinlich Whitebeard seine Narbe bekommen haben. Ein junger Whitebeard wird hier einfach verletzt von Garling Fiegerland. Whitebeard höchstwahrscheinlich auch ein Buccaneer. Whitebeard, hat er da schon seine Frucht? Warte mal, wann hatte Whitebeard seine Frucht bekommen? Weiß man das? Also, Garling Fiegerland, wir sehen höchstwahrscheinlich jetzt nächstes Chapter, übernächstes Chapter, übernächstes Chapter, halt dann, wie wir das jetzt halt sehen auf God Valley, sehen wir, wie Garling Fiegerland Whitebeard einfach so doll verheerend verletzt, wahrscheinlich ihn ausnockt hier in diesem Arc. Wir sehen einen Whitebeard verlieren höchstwahrscheinlich. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Oder? Whitebeard hatte die Frucht nach Rogers Tod. Nein, nein, nein. Die haben ja schon noch, oder? Die haben ja noch gekämpft. Vielleicht war seine Frucht in der Truhe. Was wird Zabek auf God Valley tun? Ja, also, Zabeks Ziel war es, König der Welt zu werden. Und Zabek wird höchstwahrscheinlich, sein Ziel ist es, dort die Tenryubitu auszulöschen, so. Und wahrscheinlich hat er das genutzt, so, dieses Event. Okay, alle sind dort die Starken und alle Tenryubitu sind dort alle, gebündelt mal hier im West Blue. Komm, da sind wir doch in der Nähe. Da trommeln wir doch mir und meine krasse Crew zusammen. Und ficken die einfach. Und dazu gibt es noch die krassesten Schätze überhaupt, die dort ausgestellt werden. Die krassesten Teufelsfrüchte. 6 Stück mystische Zoanfrüchte hier. Alle auf dem Silbertablett so. Da müssen die Rocks-Piraten nur noch schnell kommen und sich das alles nehmen. Am Ende des Tages glaube ich, dass der God Valley-Vorfall sein wird auch, dass die Rocks-Piraten dort kommen und sich die Früchte dort graben. So, wir wissen zwar, dass am Ende des Tages Roger und Garb gewinnen und auch die Schätze an Rogers Crew gehen, so, wo dann auch die Truhe mit Shanks ist, aber ich glaube, das war eine Truhe, wo halt eine Teufelsfrucht drin war. Deswegen, ich glaube, die Rocks-Piraten kommen da an und plündern dann erstmal schnell alles, so, holen sich die Kräfte und machen dann da Action. Die haben dann alle mehr oder weniger frisch ihre Teufelsfrüchte. Also, oh, das ist so krass, Leute. Zabek dachte auch, er würde im Lotto gewinnen. Ja, das ist ein Lottogewinn eigentlich. Also er hat zwar die Schätze nicht bekommen, die Rocks-Piraten wurden besiegt, aber ich glaube, wie gesagt, dass vielleicht hat Big Mom ihre Frucht. Ne, ihre Frucht hat sie nicht bekommen, die hat sie von Mutter Karamell. Aber wer hat denn ihre. Ich hatte so einen geilen Post gesehen auf Twitter, welche Früchte da sein könnten von Leuten, die wir jetzt dort sehen. Wie zum Beispiel Whitebeard oder Markus Phönixfrucht, so. Welche Früchte könnten da sein? Also Kaidos Frucht ist klar, Leute. Das ist klar, dass die irgendwie da ist, so. Dragons, Kumas Frucht, ja, es könnten also, wenn man jetzt so aus diesen mystischen Zoan-Dingen ein bisschen rausgeht, Ivankovs Frucht könnte da sein, safe, da könnten so krasse Früchte sein, die die alle essen. Es könnte auch Bonnies Frucht vielleicht da sein, ne? Aber vielleicht auch eine Frucht, die wir noch gar nicht gesehen haben, die zum Beispiel Garling Fiegerland sich reingesnackt hat, noch schnell im Eifer des Gefechts, so. Das könnte auch sein. Tatzenfrucht, also Kumas Teufelsfrucht glaube ich schon, weil zum jetzigen Zeitpunkt hat Kuma als Sklave noch nicht seine Teufelsfrucht. Shikis Teufelsfrucht könnte sein. Das sind 6 Teufelsfruchten, also 6 Teufelstruhen, Digga. 6 Truhen mit Teufelsfrüchten ist wahrscheinlich. Leute, geil. Ich freue mich drauf. Teufelsfrüchte. So. Flo die Rian. Vielen, vielen Dank. Seit langem schaffe ich es wieder mal live dabei zu sein. Danke für die 10 Euro, Digga. Wie denkst du, entkommen die Strohhüte von Egghead und ist Saturn danach noch einer der 5 Weisen? Ja, also er wird zu 100% einer der 5 Weisen sein. Und ich sage euch, könnt ihr euch vorstellen, wenn einer der 5 Weisen jetzt stirbt oder gefangen genommen wird oder sowas, was ja auch einige denken, dass dann vielleicht Garling Fiegerland aufsteigt zu einem der 5 Weisen? Also viele denken das so mäßig, ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, Leute. Es ist so krass, Mann. Digga, es ist so heftig. Also, ich kann mir niemals vorstellen, dass hier auch Saturn irgendwie in diesem Arc noch bezwungen wird oder schwach dargestellt wird. Es wird irgendwie durch Kuma eine Lücke erschaffen und sie können irgendwie fliehen. Also, Digga, der Egghead-Vorfall. Also, dieser Arc, ne? Ich muss ehrlich sagen, also Fake News mit der 500-Euro-Spende, habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht, Digga. Aber ey, danke, Ace, fürs Gucken. Danke, danke. Bis jetzt ist auch keiner der 5 Weisen gestorben. Nein, die werden auch alle zusammenbleiben. So, die werden auch nicht einzeln sterben. Ich glaube, es wird noch der Moment kommen, wo alle 5 Weisen auf einmal in ihrer Kreaturform zusammen noch kämpfen gegen die Strohhüte oder gegen irgendjemand oder gegen die Revos. Das wird noch kommen, Leute. Und wir haben noch gar nicht die Holy Knights besprochen, Leute, die auch einzeln so stark sind, dass sie ein Königreich auslöschen können. Also, krass. Die OP-Opinomi fehlt ja, um ihn unsterblich zu machen. Ja, stimmt. Garling Fiegerland altert noch.
So, also der wurde noch nicht unsterblich gemacht irgendwie. Oh, die fünf Weisen fusionieren. Ey, sowas könnte ich mir wirklich vorstellen noch, ne? Also, nein, das ist true mit den 500 Euro. Habe ich selbst nochmal nachgeschaut. Digga, ihr wollt mich trollen, ne? Aber genau, dann schreibt nochmal genau, welcher Stream das ist und welche Minute, okay? Also in meinem Kopf kann ich mir sogar vorstellen, dass die fünf Weisen irgendwie mit ihren Dämonenkreaturen irgendwie noch kombiniert oder... Wir kriegen noch was Krasses enthüllt, Leute. Und wo ist Robin? Leute, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt. Robin ist seit wie vielen Monaten jetzt schon nicht mehr aufgetaucht? Seit wie vielen Wochen ist sie verschwunden, Leute? Wo ist sie? Sie ist weg. Sie ist weg, Leute. Herr Lemi schreibt das sogar. Robin ist weg. Ey, und dieser Mega-Leak, dieser Überleak hat geschrieben, gesagt, dass Robin entführt wurde von den Blackbeard-Piraten. Wenn das stimmt, Leute. Wenn das stimmt. Blackbeard hat Robin. Seit 6 Kapiteln haben wir Robin nicht mehr gesehen. Und wir hatten so viel Pause. Also wir haben safe 2 bis 3 Monate Robin nicht gesehen. Obwohl alle Strohhüte schon wieder vereint waren und so, haben wir Robin nicht gesehen. Und auch nicht mal irgendwie ansatzweise nebenbei vor in so einem... Und man kann jetzt auch, Leute, könnte man das jetzt bringen, dass Robin einfach so in so einem Raum ist, in so einem verlorenen Jahrhundert-Forschungslaborraum von Vegapunk und da noch ein paar Infos mitnimmt, während da oben ihre Freunde sterben und da einer der fünf Weisen so... Also das kann man doch nicht bringen jetzt, dass sie da irgendwie ihr eigenes Robin-Abenteuer, ihr Forschungs... Pornoglyphen-Forschungsding macht, so. Das könnte man doch jetzt nicht mehr bringen, oder? Chopper und Brooke, warte mal. Was ist mit den anderen? Chopper und Brooke, wann haben wir die zuletzt gesehen? Wann haben wir die zuletzt gesehen? Ich hab's gefunden. Nein, wirklich? Hey, Elias Kleis mit 500 Schweizer Franken, vielen, vielen Dank. Nein, ich hab's sogar gesagt! Wie habe ich das dann runtergespielt? Ja, ich habe auch gar keinen Bezug zu 500 Schweizer Franken. Ich habe gar keinen Bezug zu diesem Geld. Nein. Wer war das? Ey, Elias Kleis mit 500... Elias. Oder waren es 50? Ich muss noch mal mein Spendprogramm gucken. Vielleicht habe ich es auch falsch vorgelesen. Bist du hier, Elias? Vielleicht habe ich es auch falsch vorgelesen. Vielleicht waren es 50 und ich habe irgendwie 500 vorgelesen. Ey, wenn das stimmt. Digga. Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's nicht gemerkt. Ey, was, also die Leute, die den Stream nochmal gesehen haben oder das, ihr müsst ja denken, ich bin der absolut versnoppteste Prinz Markus von Anhalt. Digga, ey, es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn das wirklich stimmt. Ich muss nochmal prüfen, ob vielleicht hab ich's auch falsch vorgelesen. Vielleicht waren es 50 oder so. Ah, Digga, nein. Es tut mir leid, ey, wirklich. Vielen, vielen Dank. 500, Digga. Also wenn das stimmt, es tut mir leid. Scheiße, Mann. Es war doch kein Troll, ey. Nein. Das tut mir leid, ey. Wirklich. Fuck. Das ist wirklich schlimm. Nicht gemerkt, ey. Scheiße, Mann. Der spendet nie wieder. Der hat auch gedacht... Da waren wir im Nudeltalk, ey. Es tut mir leid. Fuck, Mann. 500 Berry, ja, ich habe gedacht, so 500 Schweizer Franken, das ist wie 500 Berry. So, wisst ihr, das ist so, fuck, Mann. Danke, Mann, wirklich, vielen, vielen Dank. So, dann haben wir noch von Xalo eine Spende. Moin Theo, bin zum ersten Mal live dabei und wollte fragen, ob nach dem Kuma-Flashback von dir so eine Art Charakteranalyse zu Kuma kommt, wie damals auch von Blackbeard auf Podcast. Safe. Werde ich machen, ich werde nochmal, also... Ich hätte das schon längst gemacht, schon öfter. Ich habe auch sowas schon mal gemacht, bevor der Flashback jetzt da war. So von den Infos, die man hatte, so dass er König war, Sklave, bla und so. Aber jetzt warten wir noch mal ein bisschen ab, so was jetzt mit Kuma passiert. Ich glaube, oder wir alle glauben, dass er halt, wie gesagt, jetzt auftaucht auf Egghead und sein Charakter ein Ende dort findet, was ich mir aber nicht wünschen würde. Würde ich mir echt nicht wünschen. Ich würde mir echt wünschen, dass er überlebt und dass er es irgendwie schafft und dass er Gear 5 nochmal diese Nika-Trommeln hört, der Befreiung, und dass er am Ende vielleicht so ein Gefühl von Erlösung hat, wenn er die Trommeln hört, wenn Ruffy da irgendwie in Gear 5 ist. Irgendwie sowas. Ey, Leute, das sind einfach, ey, wirklich, fuck. Es tut mir leid für die Spende, Mann. Elias, bist du da? Elias, bist du da? Ey, der kommt nie wieder. Digga, der hat bestimmt auch das storniert. Ich habe nicht mal nachgeguckt in meinem Spendenprogramm. Er ist bestimmt storniert und ist sauer oder hat mich gemeldet, Digga, und kommt nie wieder. Es tut mir leid, Mann. Kuma könnte durch seine Erinnerung in einem der Pazifister wiedergeboren werden.
Ja, ey, sowas hoffen wir immer nicht. Also, ich hoffe zwar, dass er irgendwie überlebt und so, dass sein Charakter, ne, so ein glückliches Ende findet, aber irgendwie hoffe ich auch, dass er stirbt und seine Teufelsfrucht an jemand anderes geht, wisst ihr? So ein bisschen will ich es auch so. So ein bisschen, keine Ahnung. Free Elias, ja, wirklich. Es tut mir leid, Elias. Such diesen Mann. Bruder, Elias hat sich safe verklickt. Eine Null zu viel, so, oh nein. Vielleicht Erinnerung an den antiken Roboter. Kuma wird an den antiken Roboter gebunden. So Full Metal Alchemist mäßig. Er ist jetzt zur Marine gewechselt. Ja, Digga, Elias ist jetzt ein Holy Knight. So, hab es beim Turnier. Beim Turnier gibt es einen Preis, und zwar 6 Teufelsfrüchte, wie es scheint. Also sind 6 Truhen. So, und diese Truhen kennen wir von Ruffys Teufelsfrucht. So, ja, keine Ahnung. Dann haben wir noch Kids Test mit 50 Euro. Dankeschön, wirklich. Würdest du sagen, also, Digga, da muss ich mir fast schon wieder Essen bestellen heute, aber ich habe vor 2 Tagen erst. Ich bin noch zurzeit wieder so verfressen. Man merkt auch, glaube ich, dass mein Gesicht wieder ein bisschen runder geworden ist, Mann. Es ist so ein ewiger Kampf mit meinem Gewicht, Digga. Ich bin eine Woche am Diäten, eine Woche wieder am Fressen. Das ist so scheiße, Mann. Ich bin einfach so unentschlossen, was Diät angeht. Und durchziehen, es ist so scheiße, Mann. So, er schreibt: Würdest du sagen, dass die Kräfte von Saturn magisch sind? Und ja, safe, Digga. Und würdest du dann auch sagen, dass damit die Magie offiziell in One Piece eingeführt wurde? Stopp. Gibt es Magie in One Piece? Es gibt so ein paar, es gibt auch Hypnose in One Piece, so, aber richtige Magie? Gibt es da andere Beispiele noch, die nicht auf Teufelskräfte zu führen sind? Eigentlich ja nicht. Eigentlich sind alle übernatürlichen Kräfte auf Haki, Hypnose oder Teufelsfrüchte zurückzuführen, oder? Richtige Magie gibt's ja gar nicht. Wahrsagung, ja, ist das vielleicht eine überkrasse Vorahnungshaki? So, wisst ihr, ist eine Wahrsagung nicht eigentlich auch ein Vorahnungshaki? Miss Golden Week? Enel hat Magie eingeführt. Captain Black? Ja, so Techniken, so schnelle Techniken. Ninpo, ja, okay. Ja, diese Schriftrollen-Gedönskram. Mantra ist auch Haki, wurde auch erklärt noch. Ja, okay. Ja, okay, Asura. Ja, okay, oder mit Flüchen oder Dämonen oder Fluchkram. Sowas ist vielleicht auch nochmal was Eigenes, ne? Aber, ich würde aber nicht sagen, dass... Okay, Saturn ist schon eine Art von magisch, ne? Also, ja, Raizo hat auch die schriftvollen Frucht. Stimmt, das ist ja auch nicht mal irgendwie was Übernatürliches. Aber Fluch ist vielleicht noch was Eigenes. Aber der Beschwörungszirkel von Saturn ist, denke ich, auch mit seiner Teufelskraft so... Es ist keine Teufelsfrucht, die er hat. Vielleicht ist es die ursprüngliche OG-Teufelskraft, so, die aber noch nicht in eine Frucht gehen konnte, wie ich schon oft erwähnt habe. So. Aber dieser Kreis ist halt untypisch. Auch für. Es ist komplett untypisch, ne? Ja, Florian Triangle, das ist auch vielleicht mit auf ihm, sag mal, auf Teufelskräfte zurückzuführen. Aber das ist schon sehr sehr, sehr untypisch, muss man sagen, ne? Auf jeden Fall die Frucht von oder die Kraft von Saturn, so. Safe. So, die eine mit der Farbplatte Emotionen beeinflusst, Maggie. Maggie oder Maggie? So, dann haben wir noch eine Spende von ich kann sie aussprechen, vielen Dank. Theo, schaue und kenne dich schon seit Jahren, Kuss. Danke, freut mich. Wirst du noch genauer auf den Mega-League eingehen? Ich habe es schon so oft erwähnt, es tut mir leid. Da es jetzt immer mehr danach aussieht, als würde es zutreffen. Also ich habe gesagt, ich werde abwarten, bis eine ganz gewisse Sache eintrifft aus diesem Mega-League. Ihr wisst alle, was es ist. Ich habe es oft erwähnt. Es ist eh Quatsch eigentlich. Und ich erwähne es jede Woche wieder. Man könnte meinen, dass ich irgendwie unter einer Decke stecke mit diesem Mega-League-Heini, nur um irgendwas künstlich hochzuhypen. So. Aber wie gesagt, es wurde gesagt in diesem Mega-League, dass Kuma nach Egghead, dass er auftaucht, was aber auch schon überfrüh gesagt wurde von ihm, dass er stimmt. Dass er stirbt und Frankie dann die Frucht kriegt. So, von Kuma. Gezwungenermaßen, weil Vegapunk das unbedingt will. So, und dann könnte ich mir vorstellen, dass auch mehr stimmt von diesem Leak, weil das ist schon sehr spezifisch und weiß ich nicht. Also das so random zu predikten, bevor der Egghead Island Arc überhaupt angefangen hat, so sowas zu predikten, sowas, Kuma taucht dort auf, wird sterben und Frankie muss die Frucht kriegen, so. So, das ist schon sehr speziell, dass ich dann auch denke, okay, einige andere Sachen könnten auch stimmen, so. Der Leaker war oder selber. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, Leute.
Wie heißt das Video von mir eigentlich? Mega Leak oder so? Habe ich das Mega Leak genannt? Ich weiß es nicht. So. Garling Fiegelein hatte Teufelsfrucht, wo er einen Teil von sich abspalten kann und das ist dann Shanks geworden. Ach so, er hat sich Shanks so aus der Rippe geschnitten und hat ihn dann die. Naja, weiß ich nicht. Aber ich frage mich halt echt so, wenn er der Vater ist, so als einer der Tenryubitu, ist dann auch vielleicht seine Frau dort gerade mit dem Baby so? Weil die haben wir nicht gesehen und da sind irgendwelche Frauen, die ihn anhimmeln. Deswegen ist es irgendwie untypisch, wenn er da seine geliebte Frau hat, die irgendwie ein Kind oder von ihm hat oder so. Deswegen, wie soll das funktionieren jetzt, dass da Baby Shanks ist so? Und er ist dort, hundertprozentig. Wir werden ihn sehen. Nächste Woche ist leider Pause, ja Leute. Einfach Pause schon wieder. Kapitel 1100 safe nächstes Jahr erst. Ich werde safe ein Video noch machen zu Kapitel 1100. Leute, immer. Zu den nächsten 100, da mache ich immer ein Video. Dann haben wir noch von Spitzkopf Larry eine Spende, 10 Euronen, ich danke dir, Servus, endlich mal im Livestream dabei, freut mich. Ich frage mich, warum Gold Roger der Weltregierung gegen die Rocks-Piraten geholfen hat. Warum Gold Roger der Weltregierung gegen die Rocks-Piraten geholfen hat. Eigentlich hast du recht, trotz dem, was in God Valley abgelaufen ist. Da frage ich mich auch so, warum muss der unbedingt dort gegen Zedek kämpfen? So, warum? Was ist dort passiert beim God Valley-Vorfall? So, weil eigentlich ist Rocks, also ist Zedek ja mit den Rocks-Piraten hier ein Held. Aber wahrscheinlich ist Rogers so ein Ehrenmann, dass er sich denkt, so, die sind zwar böse so und die machen da extrem schlimme Sachen, aber vielleicht ist Roger so einer, so, wir dürfen nicht so, wie kann der Gedanke sein, so, wir dürfen nicht genau das Gleiche tun, so, die abzuschlachten wäre falsch, so, wir müssen besser sein als die, oder ist das so dieser Gedanke so, weil die vielleicht auch so, die Rocks-Piraten dort auch Kinder oder sowas, oder vielleicht auch so ein Shanks-Baby dort töten wollten, so, alle Tenryubitu werden abgeschlachtet, auch die Kinder, so, und vielleicht ist das so, wo er denkt, so, okay, die Kinder können auch nichts dafür, und so, hört auf, so, wisst ihr, dieser Gedanke in One Piece, so, dass selbst Tenryubitu-Kinder, die eigentlich ja zu Ungeheuern irgendwie großgezogen werden, dass die selbst nichts dafür können, so, als, wisst ihr, vielleicht ist das so dieses Ding wieder. Ja, oder es ist einfach nur so ein Piratending, so, stärkste Crew, so, oder er wollte sich den Schatz selber unter den Nagel reißen, weil am Ende hat ja die Roger-Piraten haben ja die Schätze auch bekommen dort, so. Ah, es ist schon die Frage. Aber wie krass eigentlich, ne, dass so die größten Antagonisten, die Tenryubitu und davon der größte, also der ist ja wirklich auch, der ist ja eiskalt, Garling Fiegelein, der tötet dort einfach den König, so bam, tötet ihn einfach. Leute, dass der einen Sohn hat und dass dieser Sohn einfach von Roger aufgenommen wurde und Roger einfach sein Ziehvater war, so, also wie geil ist das. Die One Piece ist so eine geile Geschichte. Das ist ja so verstrickt alles. Also der God Valley-Vorfall zeigt nochmal, wie verstrickt diese ganze Story ist, Leute. Auf so viele Ebenen. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist geisteskrank. So, dann haben wir Malvred. Vielen Dank. Darf auch nicht fehlen. Moin, moin. Ich hoffe, der Familie geht's gut. Meiner auf jeden Fall. Vielleicht macht ja der Sound von Ruffys Herz in G5 den Effekt von Saturn zunichte. Und alle können sich wieder bewegen. Ja, es könnte aber auch andersrum sein, dass dieser Negativeffekt von Saturn vielleicht Gear 5 hindert, irgendwie weiterzumachen, so, ne? Zähl mal einer die Soos, echt? Sag ich so oft so? So! Sag ich echt so oft, es tut mir leid. Ja, ich habe immer mal wieder irgendwelche Wörter, die ich zu oft sage und die irgendwie so inflationär von mir reingehauen werden. Ich versuche mich zu zügeln, was die Soos angeht. Robin wurde zuletzt in... Nein. In 1094 gesehen? Die ja? Schreib mal wo. Wo wurde sie denn dort gesehen? Im letzten One Piece Chapter. Er wird bestimmt schreiben, im Vegatank war sie doch bei Sanji und so, diese kleine Gestalt. Nein, das war sie nicht. In Chapter 1090 hat man sie gesehen. Ja, das könnte vielleicht sein. Oder? Aber wo? Ich meine Panel Seite 11. Bitte, kann jemand prüfen? Kann jemand prüfen? Und das, der Richtigkeit, mal bitte überprüfen, so also Ace oder Oberle. Einer meiner Kommandanten. Nami und so halten etwas fest. Wenn, dann bei Nami und Brook. Also ey, ich will halt wirklich Robin mal sehen. Und nicht so, wo man vielleicht denkt, das könnte sie sein. So, Saka, Seidi, vielen Dank für 10 Euronen. Und Shako, vielen Dank für 1 Euro. Und Master Joe, vielen Dank für 5 Euro. Kann sein, dass York ihren Plan B, ein Bündnis mit Blackbeard, ist.
Habe ich auch immer gesagt, könnte ich mir auch vorstellen. Aber, warte mal, wurde das nicht schon... Warte mal, es wurde doch enthüllt, was ihr Plan B ist, oder? Ich habe schon wieder vergessen. Fuck. Chapter 1079 könnte sein, dass sie mit Blackbeard einen Deal hat, will ja auch ein Himmelsdrache werden. Was war nochmal ihr Plan B? Wurde es nicht schon gesagt? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab einfach ihren Plan B vergessen. Das war Stussy in Chapter 1094 und nicht Robin. Und wenn Oberle das schreibt, dann ist das, dann ist das Gesetz. Was glaubst du, welche Früchte in den 6 Kisten auf God Valley sind? Erinnert mich daran, darüber reden wir gleich nochmal. Welche Früchte da drin sind. Oder da reden wir jetzt drüber, da sind noch echt viele Spenden. Also, welche Früchte könnten in diesen 6 Truhen sein? Kaidos Frucht ist klar, Kumas Frucht, bin ich mir fast schon sicher. Diese 2 Früchte, ja. Vielleicht war da wirklich auch diese Frucht, Leute. Die Nika-Frucht. Vielleicht war sie dort. Ich weiß, es heißt, die ist der Weltregierung immer abgehauen, so, sie konnten sie nie ergattern und bla bla bla. Aber vielleicht hatten sie sie zu diesem Zeitpunkt, aber ist sie dann jetzt beim God Valley-Vorfall wieder irgendwie abgehauen? Könnte auch sein, aber weiß ich nicht. Ivankovs Frucht, okay. Dragons Frucht vielleicht? Whitebeards Frucht, könnte Whitebeards Frucht sein? Könnte Whitebeards Frucht sein? Buddha-Frucht von Sengok vielleicht, ja. Ist auch eine überkrass mystische Zoan. Dann wäre schon fast durch. Ey, wenn Dragons Teufelsfrucht da ist und wir sehen einen 17-jährigen Dragon, der vielleicht als Marine-Soldat da irgendwie noch rumläuft und vielleicht ein paar Sklaven befreit und sich eine Frucht schnappt oder, Digga, wenn das passiert, Leute, dann schrei ich hier alles zusammen. Dann seht ihr mich die nächsten Streams durchdrehen. Und ich kann mir vorstellen, nächstes Chapter Dragon. Nächstes Chapter Dragon-Enthüllung, okay? Dragon in jungen Jahren bei der Marine. Die Enthüllung kommt. Ich würde durchdrehen. Aber das wären so 6 Früchte gerade, die ich gerade genannt habe. Was ist mit Ginny? Ja, Ginny ist höchstwahrscheinlich die Mutter von Bonnie, aber sie wird dann ja auch entkommen irgendwie. So, und wird dann noch vielleicht auch als Königin im Sorbet-Königreich, vielleicht mit Kuma an der Seite oder so. Und vielleicht haben sie dann ein vielleicht normales Leben irgendwie, haben sie es geschafft, so. Und dann kommt raus, okay, er gehört zu den Revus, so, er muss wieder Sklave werden. Und dann, ja, wird Ginny umgebracht, so. Und das Letzte, was Kuma hat, ist seine Tochter, irgendwie sowas. Und das wird wahrscheinlich auch noch so weiter fortgeführt, so. Ich frage mich halt, ob wir immer noch so kleine Gegenwartsfunken reingeworfen kriegen, was da gerade passiert in der Gegenwart. Also, wird jetzt auf Bonnie geschossen? Was passiert in der Gegenwart? Wird Kuma jetzt da auftauchen? Wie wird der Flashback jetzt auf God Valley und so noch in den Chapter eingebracht, ob mit der Gegenwart so? Ich will halt dieses Saturn-Geschehen auch noch weiterhin sehen, wisst ihr? Nee, Ruffys Mutter, schreiben viele. Ich könnte es mir auch immer noch vorstellen, dass es Ruffys Mutter ist. Immer noch. Es passt zwar nicht so vom Namen, vom Aussehen vielleicht auch nicht so, aber eine Fleischkeule, ach, das ist so... Ey, wie krass wäre das, wenn das Ruffys Mutter ist, Digga. Es wäre so krass, Mann. Ja, es ist Bonnies Mutter, ich weiß, aber... Ach, das wäre irgendwie geil. Crocodile Ruffys Mutter confirmed. Genau, so. Leon Kühl, vielen Dank. Wie ist Blackbeard eigentlich mit seinem Boot durch den Karmbelt gefahren, um gegen Boa zu kämpfen? Digga, so eine Frage jetzt hier. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, keine Ahnung. Also, die können sich ja teleportieren. Die Frage ist, können sie das Schiff auch mit teleportieren? Bei Winners Island haben sie es nicht gemacht, aber... Hätte auch keinen Sinn gemacht, aber vielleicht können sie das Schiff mit teleportieren. Obwohl, wer war da? Da war ja nicht mal Van Ogre, ne? Gute Frage. Es wäre ziemlich seltsam, Ruffys Mutter auf diese Weise einzuführen. Ja, an sich schon, aber irgendwie wäre es auch cool. Einfach so ein kleines Mädchen, so, man kann es gar nicht zuordnen. Aber es ist eigentlich Bonnie. Es ist ja auch eine kleine Bonnie, die man da sieht, so, ne? Ein bisschen ist es so. Leute, ey, jetzt läuft mir die Nase. Scheiße, Mann. So, Chicky Chicken, vielen Dank für 5 Euro. Moin Theo, Chapter 12 von 10, finde ich auch. Die Buccaneers sind mega interessant. Wegen Bartholomeus Bär, Edward Newgate, Charlotte Linden sind safe noch ein, zwei andere Rassen. Sind safe noch zwei, drei andere. Kuss bist der Beste, Dankeschön. Kuss zurück. Also ich weiß auch nicht, Leute. Wer gehört noch zu dieser Buccaneer-Rasse? Also ich bin mir sicher, wie gesagt, also bei Whitebeard bin ich mir sicher. Der sieht halt genauso aus. Auch so vom Kinn. Das Kinn hat ihn verraten, Leute. Bonnie Spitzname ist auch viel Fraß. Ja. Aber irgendwie passt halt Bonnie nicht, wenn sie wirklich noch ein ganz kleines Kind ist, wie sie da vorgibt zu sein. So, sie macht sich ja irgendwie nur älter und ist gar nicht so alt, wie sie eigentlich ist.
Und deswegen ist sie vielleicht auch so wie so ein kleines Kind immer so naiv und greift einfach irgendwie an so und ist sauer so, weil sie einfach noch so, noch nicht so weit ist im Kopf so. Obwohl sie, bei Sabo durch die Bild hat sie Zorro aufgehalten und sein Leben gerettet, deswegen auch wieder komisch. Scheiße, Mann. Denkst du, Saturn ist stärker als Don Crack? Auf jeden Fall. So, Jack the Monkey, vielen Dank. Vielleicht ist die Blubberblase mit Kumas Erinnerung sowas wie eine Seele, die er bei Vegapunk als eine Art Backup für Notfall oder sowas deponiert hat. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es nur ein Backup ist. So, und er kann, glaube ich, auch seine Erinnerungen, wie gesagt, komplett backuppen. Er kann vielleicht aber auch Vegapunks Erinnerung und Wissen backuppen. Das wäre vielleicht noch interessant. Oder vielleicht auch seine Teufelskraft schon irgendwie rausziehen oder sowas. Weiß ich nicht, ob die Tatze dann noch erhalten bleibt. Joyboy war ein Buccaneer. Safe. Glaube ich auch. Weil der Strohhut halt, der vereiste Strohhut halt so groß ist im Keller bei Imsama. Kann ich mir auch vorstellen. Und was soll das Verbrechen sein, dieser Rasse? Ich habe ja in meiner Review, in meinen Spoilern gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass sie vielleicht aufgrund ihrer Stärke die Pornoglyphen verteilt haben in der Welt, so mit Nefertari Lili, könnte sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wie gesagt, Joyboy einfach auch einer war dieser Rasse und deswegen auch der große Strohhut und deswegen einfach auch so die ganze Rasse als Verbrechen so abgetan wurde am Ende, ne? Die guten alten Freibeuter, ja. Aber wäre er nicht sogar zu groß für einen Buccaneer? Ja, der Strohhut war schon echt sehr groß, ne? Muss man echt sagen. Aber vielleicht ist die Größe dieser Rasse ein bisschen... Vielleicht sind die ein bisschen geschrumpft über die Jahre. Sie haben das Blut der Riesen in sich. Aber vielleicht, ja, weil sie sich halt gepaart haben, immer wieder mit normalen Menschen, wurde das Riesenblut weniger und sie wurden kleiner. Also, egal, ich versuche jetzt gerade schon irgendwas rumzuspinnen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Kuma ist zum Beispiel nur noch ein halber, so, deswegen... Und Whitebeard vielleicht auch, der war safe auch kein ganzer Buccaneer, oder? Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. So, Gronn hat gespendet. Wenn Träume die Teufelsfrüchte erschaffen haben, was erschaffen dann Albträume? Vielleicht die Kräfte von Imo und den Grosei. Gut, dass du es sagst, ja, oder Ängste. Vielleicht nicht Träume, ja, vielleicht wirklich Albträume, ne? Träume haben Teufelsfrüchte entstehen lassen. Ich glaube ja, Leute, also es ist jetzt maximaler One Piece Aluhu-Talk, aber ich glaube, Teufelsfrüchte sind entstanden damals vielleicht durch die OG-Kraft von Sonnengott Nika, der die Träume und Wünsche der Leute wahr werden ließ, so, was Teufelsfrüchte waren. Er hat die Kräfte sozusagen so aufs Verrückte getrieben, dass einfach die Leute wirklich durch diese Nika-Frucht oder durch diese Nika-Kraft vielleicht, durch den OG-Nika-Gott, vielleicht Teufelsfrüchte entstanden sind. Und vielleicht ist ja wirklich Imsama genau der Gegenpart. So, dieses dunkle Wabbelwesen, der konnte ja auch so cartoonige Pfeile machen und sowas, dass er vielleicht so Albträume wahr werden lassen hat so und vielleicht so diese Kräfte erschaffen hat. So, das ist der Alu-Talk so, aber ich kann es mir vorstellen. So, Oberle schreibt, die Buccaneer haben doch eine Verbindung zu Nika, wie die Lunarier. Also sind sie deswegen bestraft worden. Die Lunarier wurden ja auch von der Redline vertrieben. Das ist auch krass, ja. Also alleine Verbindung zu haben vielleicht zu Nika ist schon das Verbrechen der Menschheit, ne. Wie konnte Sabo vor Imu und den fünf Weisen abhauen? Ja, deswegen, ihr dürft auch nicht vergessen, Sabo ist auf Admiralslevel, der ist überkrass so. Also der ist richtig krass so. Und der konnte, richtig hardcore verletzt, der ist fast gestorben, konnte noch entkommen. Also, der ist jetzt auch nicht, der ist jetzt nicht wie ein Gott entkommen so, wisst ihr? Der ist gerade so entkommen, der ist fast gestorben, Sabo. Aber dass er sich überhaupt bewegen konnte und so noch, ne, ist krass. Der stand vor Saturn und auch vor den anderen Weisen, die wahrscheinlich alle genauso krass sind und auch so verrückte Fähigkeiten haben. Habe ich vor 3 bis 4 Wochen im Chat geschrieben, Mike. Was denn? Nika hatte eine Mensch-Mensch-Frucht. Alle Menschen müssen bestraft werden. Ja, genau, Digga. So, Alex Kilbo, vielen Dank. Hat der Shanks doch einen Bruder, da die Silhouette von Fiegerland nicht passt wegen der Frisur? Und was ist, wenn die Genie die Bonnie selber ist? Das kann halt nicht sein. Das kann nicht sein. Also okay, es sei denn, sie ist... Es sei denn, sie... Nee. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber guter Gedanke so. Sie macht sich einfach jünger so und nennt sich nicht Genie, sondern Bonnie. Und deswegen ist sie unter einem anderen Namen untergetaucht, so später. Nee. Das ist klar ihr Vater, Kuma, und nicht ihr Geliebter, so, das sagt sie auch immer wieder. So, aber warte mal, wie meinst du das? Hat Shanks doch einen Bruder? Die Silhouette von Fiegerland. Also, guck mal, ich sag euch nochmal eine Sache. Die Theorie,
die Theorie, dass ihr kennt ja alle die Sequenz aus One Piece, wo Shanks bei den Gorosei ist, ne? Wo wir alle dachten, was, ist Shanks jetzt böse? Warum will Shanks über einen gewissen Piraten reden mit den Gorosei? Wieso kann er da rein? Ich würde sagen inzwischen, das könnte jetzt wirklich sein, dass es nicht Shanks gewesen ist, ne? Weil Garling Fiegerland in seinen jungen Jahren halt so aussah wie Shanks, ne? Dass er vielleicht wirklich noch einen Bruder hat, ne? Und ich weiß, was du jetzt auch meintest, die Silhouette von Garling Fiegerland ist halt so, ne? Er hatte diesen Mondkopf. Und wir haben von den Holy Knights, der in der Mitte stand. Das ist nicht Garling Fiegerland. Das ist, sondern, also Garling Fiegerland ist so, steht nochmal über den Holy Knights und befehligt die. So, und in der Mitte von den Holy Knights stand halt jemand, der aussah wie Shanks. So. Vielleicht hat Garling Fiegerland noch einen Sohn, der jetzt, der das ist. Also der das ist, so, der dieser Anführer, der, also der nicht, also vielleicht hat, was laber ich hier? Dass Garling Fiegerland einen Sohn hat noch, einen anderen Sohn, der bei den Holy Knights, der in der Mitte ist, der krasse, der auch die Silhouette wie Shanks hatte, ne? Ein Zwillingsbruder, wäre lahm. Weiß ich nicht, ob es lame wäre. Ich könnte es mir schon vorstellen, immer noch. Ich kann es mir immer noch sehr vorstellen, so doll wie noch nie eigentlich. Nachdem man jetzt gesehen hat, dass Garling Fiegerland auch in den jungen Jahren so aussah wie Shanks. Weiß ich nicht. Die Fiegerland-Twins. So, und dass der Typ, der reinkam bei den Gorosei, dass das nicht Shanks war, sondern dieser Holy Knights-Typ. Der Teamleiter von den Holy Knights, genau, wollen wir ihn so nennen. Der Teamleiter. Weil, wie gesagt, im Manga, auch im Anime, hat man die Narbe, die drei Striche, nicht gesehen. Oder hat extra diesen Charakter, der aussah wie Shanks bei den Gorosei, nicht gezeigt von seiner Narbe oder seinen Arm. Er hat ja auch dieses Dings, diese Merkmale von Shanks, dass sein Arm fehlt oder dass die Narbe, wo man sagt, okay, das ist Shanks, die hat man nicht gesehen. Im Manga hat man das extra nicht gesehen. Er hatte so einen Umhang über, so, das war bestimmt Shanks Zwillingsbruder. Die Frisur ist heiß, aber die Frisur, was meinst du mit der Frisur? Ja, die Frisur ist genau wie bei Shanks, ja, okay. Und die Stimme war gleich, ja, das ist halt diese Zwillings, würden sie da aber einen anderen Synchronsprecher nehmen, so im Anime? Digga, dann wüssten wir doch alle. Tenryubito haben alle so ausgefallene Frisuren. Ja, warte mal, gibt's da ein Beispiel, was nicht so ist? Ja, es gibt ein Beispiel. Warte mal. Wie hieß er nochmal? Wie hieß nochmal der korrekte Tenryubito? Ich habe ihn schon vergessen. Ihr wisst es doch alle. Der hat doch eine normale Frisur, oder? Der hat doch so eine Frisur, so eine ganz normale. Wie hieß er nochmal? Miosgard, ja. Der, oder? Warte mal. Oder hat er auch so ein Ding hinten? Aber der hatte doch eine ganz normale Frisur, oder? Sankt Miosgard. Oder hatte der auch so ein Ding? In meinem Kopf hat er das gerade nicht. Moisgarten. Ja, genau, den meine ich. Also es ist kein Gesetz, dass jetzt der Shanks Zwillingsbruder die verrückte Tenryubito-Antenne auf dem Kopf haben muss. Er hat keinen Zwillingsbruder, das wäre komplett unlogisch. Kozuki Oden. Okay, schreib mal bitte, warum es unlogisch wäre. Weil, wie gesagt, Shanks hat einen Vater, der ist der Anführer der Holy Knights, der befehligt die. Sein Zwillingsbruder müsste jetzt vielleicht genauso alt sein wie Shanks selber. Was wäre daran unlogisch? Also wo ist der Logikfehler? Das sagt ja deine Aussage, das ist ein Logikfehler. Doch, er hat dieselbe Frisur. Dieselbe Frisur wie was? Okay, Miosgard. Hat er auch so eine Palme? Muss ich erstmal googeln, ne? Ja, okay. Digga, okay, der hat die maximale crazy Frisur. Okay, was habe ich mir gedacht gerade? In meinem Kopf habe ich irgendwie so ein Giga-Chat gesehen ohne so eine Palme. Aber doch, ihr habt recht, der hat ja die maximale Palme auf dem Kopf, Digga. Gibt es einen Tenryubito, der nicht so eine geisteskranke Frisur hat? Die haben alle so ein Ding auf dem Kopf. Ja, die Ausnahme ist vielleicht Garling Fiegerland, aber Garling Fiegerland hat auf einer ganz anderen Art und Weise eine krasse Frisur. So, ey, Leute, ich muss die Spenden weitermachen, ich komme hier nicht voran. So, Animus, vielen Dank. Shanks wurde als Baby in einer Schatztruhe auf God Valley gefunden. Vielleicht in einer der Truhen, welche wir in diesem Kapitel gesehen haben. Nein, auf keinen Fall. Also ja, aber nein, weil, ja, okay, Flamingo, Don Flamingo. Nee, weil Die werden jetzt kein Tenryubito-Kind dort in einer Truhe haben als Preis, so. Das wird so in diesem
übertriebenen God Valley-Vorfall, wo halt ein Ausnahmezustand ausbricht, dort, wo die Rocks-Piraten kommen, wo der Krieg ausbricht, wo alles. Dort wird im Eifer des Gefechts irgendwie das ausgetauscht. Eine Frucht oder aus Sicherheit, wohin mit dem Baby? Wo ist das Baby am sichersten? Natürlich in einer Schatztruhe, weil die Piraten am Ende den Schatz mitnehmen. Okay, ist das dann so sicher, aber wisst ihr, so, es ist dann schon sehr sicher. Wisst ihr? Kuzuki, Oden, Oden, okay. Der hat irgendwas geraucht auf jeden Fall. Nein, Spaß. Aber er schreibt, also er schreibt ja der Logikfehler, so. Der Logikfehler, dass Shanks einen Zwillingsbruder hat, soll sein. Nein, nenn mir einen Grund, warum der Zwilling dahin gegangen ist. Digga, er ist einer der Holy Knights. Er lebt dort im Heiligen Land Mary Jor. So, und er gehört zu der Einheit der Holy Knights. Deswegen macht es Sinn, dass er vielleicht dort eine Audienz bei den Gorosei will. Und deswegen darf er das auch, weil er, wie gesagt, kein Pirat ist und so. Deswegen kann er da reinrennen. So, und woher soll der Zwilling wissen? Woher soll Shanks Zwillingsbruder wissen, was Ruffy für eine Frucht gegessen hat? Hä? Aber in diesem Gespräch zwischen Gorosei und diesem Shanks oder dem Zwillingsbruder von Shanks, ist doch gar nicht Ruffy und Frucht gefallen. Die Leute gehen davon aus, dass dieser Shanks geredet hat mit den Gorosei über Ruffy. Aber er hat ja nur gesagt, er will über einen bestimmten Piraten reden, so. Es ist ja überhaupt nicht Ruffy gefallen, man weiß ja überhaupt nicht über wen. So, vielleicht wollte er auch über Shanks reden. Also, der Zwillingsbruder, so. Über seinen Bruder, so, man weiß es ja nicht. Ich sage dir nochmal, oder an alle, guckt euch nochmal die Stelle an, wo Shanks vermeintlich bei den Gorosei reingeht. Guckt euch das im Manga an und guckt euch das nochmal im Anime an. Es ist zwar Shanks Stimme, es ist Shanks so, man denkt es so, aber das ist vielleicht der Prank, weil im Manga hat man diesen Charakter, diesen Shanks Zwillingsbruder, oder Shanks, von der Seite gesehen auch. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, müsst ihr euch mal angucken, guckt euch das Video von mir an. da habe ich auch die Bilder eingeblendet. Ja, und dort hat man ihn von der Seite gesehen und dort hat man die Narbe auch nicht gesehen. Also die Narbe war zwar auf der anderen Seite so, aber man hat auch Shanks Seitenprofil schon mal im Manga gesehen. Dort hat man die Narbe leicht gesehen, trotzdem so, auch von der Nicht-Narbenseite. Und dort hat man es nicht gesehen so, deswegen, es ist so, als würde Oda so eine Narbe vergessen, so, wisst ihr, bei Shanks, sein Hauptmerkmal, so im Gesicht. Das war Katharina Devon, der gute Alte, darf nicht fehlen, Katharina Devon. Linkin Park, vielen Dank. Moin, kann ja sein, dass Bonnie jünger ist, weil Akaino Bonnie in Handschellen mit Seestein angetroffen hat, war sie auch im gleichen Alter. Waren das Seestein-Handschellen? Ich glaube nicht, oder? Das waren, also Blackbeard, die Blackbeard-Piraten werden doch safe keine Seestein-Handschellen benutzen, oder? Weil die Handschellen, sie wurde ja von Blackbeard, von den Blackbeard-Piraten gefesselt. Und das waren keine Seestein-Handschellen. Und deswegen, sie kann sich da nicht... Ich weiß, du willst gerade so sagen, dass sie unter Seestein in ihrer normalen Form ist, so gezwungen wird, in dieser Form zu bleiben. Ja, weiß ich nicht. Das waren keine Seesteinhandschellen. Die war einfach da gefesselt. Und ob sie sich jung und alt macht, sie ist halt trotzdem gefesselt, so, ne? Sie ist halt keine... Sie ist halt nicht... Das waren safe Seesteinhandschellen. Sie war doch... Weil sie sich doch verjüngen kann und dann easy fliehen kann. Aber wieso, die Aslan? Wie denkst du das? Dann macht sie sich jung und dann sind ihre Hände kleiner und dünner und könnten rausrutschen. Ja, okay, das ist vielleicht ein Gedanke so, aber... Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Okay, Oden hat noch was geschrieben. Ich gucke mal so ein bisschen, was du schreibst. Dass er über Ruffy redet. Aber wir gehen doch davon aus, dass er über Ruffy redet. Ja, aber das muss ja nicht sein, so. Und auch nicht über die Frucht, so. Es könnte sein vielleicht, dass dieser Shanks Zwillingsbruder über Ruffy reden wollte, aber er weiß darüber ja gar nichts. Oder vielleicht geht er davon aus, oder so. Weiß es ja nicht. Also ich sag ganz ehrlich, Shanks Zwillingsbruder-Theorie ist wieder ein ganz heißes Eisen in der Theorienschmiede. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, okay, das mit den Handschellen könnte wirklich nochmal ein Punkt sein. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Genau, ich bin auch Katharina Devon, Leute. So, Theo Di Pesto, das ist ein geiler Name. Vielen Dank. Zorro ist durch Enma König der Hölle. Der König der Hölle, Enma, holt die 5 Dämonen, Waisen, zurück in die Hölle. Zorro kämpft und bekämpft und verletzt, bezwingt Saturn. Also, Digga, letzter Arc, Zorro killt Kaido. Das war klar, das war ein Stein gemeißelt für die Zorro-Fans. Jetzt, Zorro bezwingt alle 5 Weisen im Alleingang. Digga, Leute, lass die Kirche im Dorf. Lass den Zorro im Dorf. Also, ich weiß nicht. Ja, ich so auch gerade,
ich habe auch schon wieder die wildesten Theorien gesehen. Zorro hatte auch seinen Stierangriff, bla, und jetzt deswegen kämpft er gegen Saturn. König der Hölle, die Höllen, ja, Zorro macht ihn platt. Zorro ist noch ein Hoffnungsträger gerade in dieser Situation, dass Zorro nochmal ins Bild springt, dass Zorro vielleicht... Aber ich kann mir selbst vorstellen, dass Zorro gedifft wird von Saturn, dass Zorro auch auf den Deckel kriegt. Dass Zorro so auch... das ist auch eine unerklärliche Kraft, die man noch nicht einschätzen kann. Zorro verläuft sich, ja. Zorro weiß gar nicht, wie er da hinkommt zu Saturn gerade. Leute. So, dann haben wir noch eine Spende von Zailxn. Ich kann es nicht aussprechen, sorry, Mann. Ey, aber er hat schon wieder gespendet. Vielen Dank, Theo. Das ist meine zweite Superchat-Spende. Die laufen nach einer Weile ab. Aber ey, ich sehe sie in meinem Spendenprogramm. Ich sehe sie in meinem Spendenprogramm. Macht euch keine Sorge. In meinem Spendenprogramm laufen sie nicht ab. Ich weiß, hier im Chat laufen die irgendwie aus. Macht euch keinen Stress. Ihr könnt spenden und ich sehe es auch noch nach einer halben Stunde. So, auch mit einer 2-Euro-Spende. Meine Frage, gehst du noch auf die Mega League ein? Ja, ich werde zu der Mega League was machen, wenn, wie gesagt, ein, zwei Sachen noch. Und heute, ey, ich bin heute Abend bei Ruffy dabei. Ruffy streamt heute aber nicht um 17 Uhr, irgendwie erst um 19 Uhr will Ruffy streamen. Und heute aufs Chapter reagiert er und ich werde am Ende noch beim Talk dabei sein. Ich bin echt gespannt, wie er auf dieses Chapter reagiert. Dieses Chapter, boah. Er hat zwar schon Garling Fiegerland gesehen mit Soft Eyes auf dem Kopf, so, den hat er schon gespoilert bekommen, so. Ja, aber ich glaube den Rest noch nicht, so, er weiß, er denkt schon, das ist das Krasse, so, dieser Garling Fiegerland ist zu sehen, Digga, aber er weiß gar nicht, dieser ganze Kuma-Flashback, er weiß gar nicht über Saturn, wie krass der ist und so, ey, deswegen, heftig, so. Dann haben wir noch von CZ98er, vielen Dank, glaubst du, dass dieses Hunting Game auch auf einer Insel war, wo Zorro in den 2 Jahren gewesen ist? Stimmt, 2 Jahre Timeskip. Das war ja, warte, war das während des 2 Jahres Timeskip, dieses Spiel? Moment mal, weil jetzt in der jetzigen One Piece Zeitrechnung müsste das nächstes Jahr wieder stattfinden. War das irgendwo, wo wir es gesehen haben? Ich bin echt gespannt, Mann. Mal sehen, wie er den Flashback kommt. Aber Ruffy macht sich fast immer über alles lustig. Digga. Ruffy muss auch heute diesen traurige OST anmachen. Sagt ihn das, falls ich noch nicht da bin. Sagt ihn, er muss das traurige OST anmachen, wenn es in den Flashback geht. Er muss seine Feels freien Lauf lassen. Er darf nicht so oft in den Chat gucken. Er darf nicht lachen. Digga, er muss seine... Also, ich habe das Chapter halt alleine nochmal gelesen für mich, Leute, in meiner stillen Kammer. Digga, und ich... Ey, da kommen die Feels so hoch. Das ist so geil. Wirklich, so. My Prince PJ, vielen Dank fürs Mitglied werden und nochmal für die Spende. Enel auf Egghead wäre schon krass unerwartet. Ja, aber auch krass unrealistisch. Also wenn das passiert, dann dreh ich durch. Theo Bombentheorie gehört wegen dem Chapter von Ohara. Echt? Was denn? Gibt's schon wieder was Neues, Krasses? Das Spiel war vor 38 Jahren, findet alle 3 Jahre statt. Ja, ich weiß, es findet jetzt wieder statt, aber... Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal sehen, wisst ihr? Vielleicht ist das ja auch der Auslöser für den nächsten großen Krieg, dieses Spiel, was wieder stattfindet, so. Also für den Endkrieg. Ein Esel essen. Leute, wie viel habt ihr gespendet, Digga? Ich bin hier schon seit einer Stunde nur am Spenden machen. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, bei den letzten. Vince, vielen Dank. Gibt es einen Yokai, der im Summer sein könnte? Also höchstwahrscheinlich ein Umibusu. Musst du mal eingeben, habe ich auch schon oft gemacht. Habe ich schon 2018 Theorien zugemacht, Leute. Schon alter Schinken, dass im Summer ein Umibusu ist. Das ist ein alter Schinken schon, aber jetzt ist gerade dieses Umibusu-Theorie wieder so heiß wie noch nie. Ja, höchstwahrscheinlich ist er das. Also, daran nachempfunden. So, Sabo, vielen Dank für die Spende. Oder müsste echt mal bei Powerleveln aufräumen? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass jeder neue Charakter, der krass aussieht, sofort auf Kaiser- oder Admiral-Level sein soll. Ja, du hast halt recht. Du hast halt recht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Aber du kannst halt jetzt den Anführer, also die stärkste Einheit der Weltregierung, so die Holy Knights, plus der Anführer davon, der hier höchstwahrscheinlich Whitebeard in jungen Jahren die einzige dicke Narbe verpasst hat, du kannst halt nicht sagen, dass er nicht Kaiser-Level ist, so, wisst ihr? Also, es ist halt klar, dass jetzt, umso weiter One Piece geht, die Charaktere im Endgame halt auch auf diesem Level sind, so, ne? Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, okay, die kommen ein bisschen aus dem Arsch gezogen, aber Oda hat halt diese Streitmacht der Weltregierung noch nie so krass thematisiert, ne? So, Kitses, vielen Dank nochmal. Das nehme ich mal als ein Nein. Imagine, wenn Kuma auf Fivehead auftaucht. Auf Egghead.
kracht er erstmal in Saturn rein. Ich frag mich halt, Kuma vor Nakama. Ich frag mich halt erstmal, wie Kuma dort auftaucht. Also er wird dann sich dorthin teleportieren, wird dort aus dem letzten Loch pfeifen, so. Aber was soll er machen, so? Macht er einen Ursus-Schock, einen komprimierten und jagt er alles in die Luft? Oder will er nur einmal seine Tochter nochmal sehen? Okay, er kann sie wegteleportieren. Der letzte verzweifelte Akt ist, sie wegzuteleportieren, so. Oder, ja okay, könnte er nicht Saturn wegteleportieren? Also, stell dir vor, er kommt an und berührt einfach ganz schnell Saturn, so, und Saturn zu, wird nach Marijoa geschickt. Das wäre ein Move, oder? Und Kizaru, was soll Kizaru denn noch groß machen? Ja, der antike Roboter, Leute, das ist auch noch so ein X-Faktor, das Unfassbare. So, der Trickster, vielen Dank. Ich denke, dass der antike Roboter Bonnie rettet. Er schreibt es gerade. Vielen, vielen Dank. Ich kann es mir auch vorstellen. Die Frage ist, läuft der noch, auch wenn Ruffy in nicht mehr Gear 5 ist? Ja, viele. Das ist halt das Ding. Könnte er Saturn wegteleportieren? Weil es ist immer noch eine Teufelsfruchtfähigkeit. Haki, stark genug, kann nicht wegteleportiert werden, Saturn. Aber ist vielleicht diese Kraft, ist das vielleicht etwas, was man nicht mit Haki negieren kann, diese Fähigkeit des Wegteleportierens? Ja, das ist schon echt schwer. Das ist krass, Mann. So, Felix, ist Figaland noch am Leben? Wo liest du den Manga? Also, den Manga lese ich natürlich auf Manga Plus, Leute. Nein, also, wie gesagt, es kommt heute Abend erst raus, das Chapter offiziell, auf Manga Plus umsonst. Es gibt es auch als Handy-App, dort könnt ihr das Chapter einfach lesen. Ich habe immer meine Orte, meine Seiten, wo ich es lese. Und Figaland ist noch am Leben, na klar. Der ist jetzt alt und ist der Anführer sozusagen der Streitmächte der Weltregierung, so. Theoretisch steht er ein unter Kong, wenn es Kong überhaupt noch gibt. Keine Ahnung. Aber ich, Manga-Sale bin ich immer. So, oder Sale-Manga. So, My Prince PJ. Bonnie und Ruffy, Halbgeschwister. Weiß ich nicht, Leute. Also, wenn jetzt Kuma und Dragon in Genie, also mit Genie was gemacht haben, so, dann, aber das passt nicht. Das ist zu unepisch. Das ist auch irgendwie, keine Ahnung. Dagru TV, vielen Dank. Moin Theo, ich hoffe, dir geht's gut. Warum hat Saturn die Gedanken von Kuma löschen lassen? Es war sein Befehl, ja, es war sein Dings. Das muss doch einen speziellen Grund gehabt haben. Wusste er etwas? Ja, safe. Er wusste irgendetwas und durfte es nicht wissen, aber was könnte er erfahren haben? Okay, der God Valley Vorfall. Was könnte Kuma für ein krasses Wissen gehabt haben, was Saturn unbedingt gelöscht haben wollte von Vegapunk? Saturn hat zu Vegapunk gesagt, jo, der darf nichts mehr wissen, so, der muss ein willenloser Sklave sein. Ja, der wusste zu viel, der hat ja auch mit Dragon dann so, der war ja auch letztendlich ein Revo. Also, der wusste einiges, der wusste wahrscheinlich vieles, alles so. Alleine, dass er über Nika was wusste und das noch Bonnie weitergegeben hat, ist schon schlimm genug. So, Matti O. mit der vorletzten Spende, Dankeschön. Könnte Bonnie und Ruffy Geschwister sein? Hör auf! Ginny könnte mit Dragon und Kuma was gehabt haben. Digga, genau das habe ich gerade... Nein, niemals! Und die haben dann auch die Ähnlichkeit. Saturn redet auch besonders von denen. Ja, aber... Wäre das nicht irgendwie Ginny... Das wäre ungerecht für Ginny und... Und auch Kuma und Dragon, die eigentlich Kollegen sind, die haben dann beide die gleiche oder was so. Das ist, Digga... Leute, nein! Niemals, Digga! Das könnt ihr doch nicht machen! Es ist doch, das ist hier keine Sitcom oder keine Ahnung, keine Telenovela oder so ein Scheiß, Leute. Das wäre zu unepisch für die beiden. Also wirklich, das kannst du nicht machen. Danin braucht Ruffys Mutter nicht, ja, sorry. Ich weiß nicht, also Ruffys Mutter, ich brauche schon irgendwo noch die Erklärung, wer sie war und wie sie gestorben ist. So, das reicht mir auch schon. So, und deswegen wäre Genie eigentlich perfekt so. Kleines Sklavenmädchen, die wurde dann gerettet so und hat mit Kuma und Ivankov und Dragon die Revos gegründet. Die haben dann sich verliebt, bla, und haben ein Kind kreiert. Und dann wurde sie irgendwie getötet, dann ist Genie irgendwie umgebracht worden, so. Theoretisch so. Aber es passt natürlich auch, dass Kuma sich vielleicht in sie verliebt hat, bla. Und wieder Freude gefunden hat, so. Und dann als Sorbet-König dann irgendwann mit ihr regiert hat. Bonnie gezeugt haben und dann ist irgendwie rausgekommen, die sind bei den Revos und dann wurde Genie umgebracht und er musste wieder zu seinem alten Sklaventum zurück, was schlimmer ist als der Tod, ne? Also wieder als Sklave zu leben, ist schlimmer als der Tod, aber sonst wäre Bonnie umgebracht worden oder so ein Scheiß, das wäre wahrscheinlich das Ultimatum gewesen. So, Master Joe, vielen Dank, kannst du nochmal kurz wegen Yorks Plan B überlegen? Leute, was ist Yorks Plan B? Letzte große Frage für den Chat heute.
einmal nochmal euer Gehirn anstrengen. Plan B, also York war ja die Verräterin von Vegapunk auf Egghead. Ihr Plan war es, einer der Himmelsdrachen zu werden. Und dafür liefert sie Vegapunk aus und alles so. Und ja, das hat dann ist nicht hingehauen. Was war nochmal ihr Plan B? Das wurde doch irgendwo enthüllt. Irgendwo wurde es doch gesagt, was nochmal ihr Plan B war. Ich hab's vergessen, Mann. Leute, ist auch so viel in meinem Kopf gerade. Eine Waffe. Sie hat mit Vega telefoniert. Plan B ist, dass sie Motherflame rekonstruiert. Ja, genau, das war's, Oberle. Guck mal, danke, Oberle. Genau, dass sie mit dem Motherflame, also mit diesem Überlaser, den Imsama abfeuern kann, dass sie den rekonstruieren kann, dass sie da die Fabrik sozusagen beschützt, aber auch natürlich weiß, wie sie die zu bedienen hat. So, ne? Deswegen ist sie auch wichtig, weil sie weiß, wie das geht, weil sie auch ein Vegapunk ist. Sie weiß, wie man diesen Laser rekonstruiert. Deswegen ist das auch noch ein Punkt, wo sie sich schützt. Weil es hieß ja erstmal, aber ist das wirklich der Plan B? Blackbeard, Leute. Vergesst Blackbeard nicht. Ich sag's immer wieder. Die Weltregierung hat ihr ja einen Korb gegeben. Ja, aber jetzt kann die Weltregierung ihr keinen Korb geben, wenn es am Ende heißt, okay, die Fabrik ist kaputt. So, sie hat sie kaputt gemacht. Oder, ja, die Fabrik ist da, aber keiner weiß, wie sie zu bedienen ist. So. Ist sie schon ein bisschen unabdingbar auch. So, Super Mario, vielen Dank für die Spende noch. 10 Euronen, ich danke dir. Dankeschön. Wirklich, Leute. Also, was für ein Stream. Heute auch Überlänge, ne? Ich merke schon, wir streamen hier schon fast 1,5 Stunden. Das habe ich die letzten Jahre wahrscheinlich nicht einmal gemacht. Aber das ist wirklich ein Chapter. Und wir haben noch nicht mal über alles geredet. Was ist das für ein Kapitel, Leute? Garling Fiegerland, Leute. Ich finde, also, viele sagen, er sieht goofy aus. Er sieht albern aus. Ich finde, er sieht so krass aus. Such den doch. Nein. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Jibula. Jibula schlägt wieder zu mit noch einem 100er am Ende. Ey, vielen, vielen Dank. Er hat wieder nichts geschrieben. Ich danke dir für die dicke Spende. Sehr generös. Ich danke dir wirklich für die 100 Euronen. Auch ein jahrelanger Supporter, wirklich schon Ewigkeiten. Dankeschön. Wirklich. Und eigentlich ist, wenn die Spenden knackig sind, ist das immer mein Sonntag meistens so, dass ich mir Essen bestelle. Von dem PayPal-Guthaben, Leute. Das ist immer, ey, deswegen. Ihr seid schuld, dass ich so fett geworden bin wieder. Danke, Mann. Wirklich. Vielen, vielen Dank, Leute. Ey, auch wieder Roger zu hören, Leute. Ich liebe es. Übrigens, noch kleine Info für alle One Piece-Fans. Hört mir zu. Ist es immer noch der Fall? Also, vor einigen Tagen war es der Fall. Man konnte nirgendwo, der Film Strong World, der rausgekommen ist, hatte ja noch eine Special-Episode. Episode Zero heißt diese Folge. Die geht 20 Minuten. Die zeigt damals, was passiert ist. Eine richtig interessante One-Piece-Folge, man konnte sie nirgendwo gucken, offiziell. Jetzt ist sie auf dem offiziellen One-Piece-YouTube-Kanal hochgeladen worden, einfach. Zwar könnt ihr sie nicht richtig mit Untertitel, glaube ich, gucken oder so, oder kann man Untertitel auf Englisch anmachen oder so, keine Ahnung. Aber es ist dort in guter Quali die Folge hochgeladen worden. Episode Zero, Roger gegen Shiki, der Kampf von Ed War. Was passiert ist alles, wie Shiki aus Impel Down ausgebrochen ist und sowas. Und allgemein, wie auch Roger und wie Garb und Sengoku auch gegen Shiki da kämpfen. Einfach krasse Sachen, Leute. Das könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ist jetzt auf dem offiziellen One Piece Kanal. Man kann das Kapitel Zero lesen, ja. Lesen auf im Blue Deep. Aber es ist schon mal, es ist geil auf jeden Fall. Und auch in der guten Quali jetzt endlich mal. Ne? So, Leute. Ich danke euch. Es gibt keinen Untertitel. Ja, gut, dann ist das. Ja, ist schon scheiße. Ich habe die Episode noch auf einer alten Festplatte. Ja, ich auch, Digga, aber. Ich brauche halt die Screenshots für meine Videos. Aber halt nicht in so guter Quali, wie sie jetzt rausgekommen ist, muss man sagen. Ich habe sie nicht in so geiler Quali gehabt. So, Leute, vielen Dank. Nächste Woche kein Stream. Nächste Woche versorge ich euch mit Videos. Hier gibt es ja genug Themen jetzt nach diesem Chapter. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Vielen Dank für alle Spenden, für alle, die im Chat waren, wie immer. Ciao und tschüss. Euer Theo. Macht's gut, Leute.